Und da sind wir bei einer weiteren Seafan-Mission, Ominous Bequest. Eine ominöse Erbschaft. Und es ist die Gold-Version, die im Grunde eigentlich nur ein paar Texturen ausgetauscht hat und hier und da ein paar Bugfixes, aber ansonsten fast eigentlich zu 100% dieselbe Mission. Ich habe sie noch nie gespielt, ist der Prequel zu Broken Tride. Ich glaube, das kennt ihr auch noch. Habe ich auch noch nicht gespielt, egal. Das spielt auf jeden Fall alles nach Thief 1 und wir schauen mal, was wir zu tun haben. Auf jeden Fall müssen wir in dieser Mission jemand ist gestorben und wir müssen in sein Haus eindringen und dort sein Erbe finden. Das ist unser Ziel. Hier nochmal aufgelistet, was uns widerfahren ist. Ein Großteil meiner Ausrüstung ist auf der falschen Seite der Mauer gelandet, als wir drüber geklettert sind. Wir wollten quasi hinüber und dann ist ein Stein abgebrochen und da die Ausrüstung ist wieder mal weg. Was ich ein bisschen komisch finde, denn Garrett schwimmt durch irgendwelche Kanäle und springt über tausende Sachen, aber da verliert er nicht einen einzigen Pfeil. Hier fallen wir einmal von der Mauer und verlieren alles. Jedenfalls das Wichtigste. Lord Farrington, um den geht's hier, den Robert Farrington. Farrington heißt er, glaube ich. Testament muss irgendwo sein, finde es, bevor es, sonst wäre er drüber stolpert. Finde Informationen über die Gerüchte eines alten Magierquartiers unter dem Anwesen. Also dann, es gibt noch so irgendwelche Untergrundabschnitte, die müssen wir finden. Beziehungsweise Informationen darüber. Ich glaube, dass die Magierquartiere selbst hat was, glaube ich, mit der nächsten Mission zu tun. 3000 Geld. 3000 Geld. Und niemanden der adligen Diener, der adligen oder Diener töten. Und du kannst das Anwesen nicht durch das Eingangstor verlassen. Wenn du alle anderen Ziele erfüllt hast, finde eine alternative Fluchtweg. Und es sind 5000 auf Experte. Dass ich Hard gar nicht mehr überhaupt erwähne, ist, denke ich mal, einleuchten. Weil wer spielt schon auf Hard? Auf jeden Fall sollen wir auch dann niemanden töten. Also, wie sonst auch immer. Ich bin sehr gespannt, wie diese Mission sein wird. Sie wurde mir auf jeden Fall empfohlen. Ich, gehen sowas natürlich auch gerne mal ein. Empfohlene Mist. Verflucht. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und wir beginnen unser Abenteuer. Ich mache natürlich erstmal einen Screenshot. Der Baum lag ein bisschen im Weg. Wir machen einen Save. Und wir gucken mal, was wir übrig haben. Wir haben noch ein Schwert. Der Blackjack ist weg, wie erwähnt. Wir haben noch Breitkopffeule, aber nichts anderes. Wasserpfeile, Seifeile, alles weg. So eine Scheiße. Naja. Das ist der Vordereingang. Haben die irgendwas bei sich? Vielleicht einen Schlüssel? Ich würde sagen, wir schauen uns die mal genauer an. Hallo? Glaubst du, da ist was? Oh, das war laut. Ich sehe es. Das war das letzte Mal, dass. Oh, der Sound ist jetzt da drin. Wo ist mein Essen? Das habe ich gehört. Okay, wir laden. Ich wollte nur mal gucken, ob die einen Schlüssel bei sich haben. Ich habe keinen Schlüssel gesehen. Ich weiß nicht, ich habe die einen gesehen. Ich dachte mal, vielleicht so für die Vordertür für später. Vielleicht ganz nützlich. Wir sollen dann natürlich einen anderen Weg finden. Ich sehe auch keinen Vordertoreingang. Und ich erinnere mich auf jeden Fall, man kann ja die Ranken benutzen. Aber sobald man das Gitter da oben trifft, dann kriegt man Stromschlag oder sowas. So, du hast bestimmt einen Pfeil für mich. Nichts dieses Mal. Dankeschön. Komische Geräusche. Das sieht auch für mich hier ein Eingang aus. Was haben wir hier? Das ist abgeschlossen. Wir haben unsere Dietrich aber behalten. Da bin ich ein bisschen froh darüber, dass wir wenigstens diese haben und nicht verloren haben. Wer weiß, was wir da hätten finden müssen. Hier hinten können wir das Licht anmachen. Ich sehe hier aber keinen. Kann ich hier hochklettern? Nein. Ich dachte, alle Ranken gehen. Hier könnte ich auch hochklettern. Also wir haben auf jeden Fall da einen Eingang. Die Kante sieht sehr seltsam aus. Aber mir gefällt das Design vom Anwesen. Es wird wahrscheinlich eine einfache Anwesen-Mission sein. Mit stehle ein besonderes Item und dann das Loot dazu. Also ein normaler. Sind Sie das? Oh Gott. Der hat mich fast gesehen. Das scheint der Hintereingang zu sein. Wir holen uns den Pfeil von dem Typen auf jeden Fall. Warte mal, speichern. Ich komme nicht. Ich glaube, der hat keinen Pfeil. Ich glaube, der ist wirklich nur da, um Wache zu stehen. Der sieht mich nicht. Oh, da ist auch noch einer. Ach gut, wer will denn von der Seite angreifen?
So, hier haben wir auch einen Hintereingang. Gut, dann... Wir haben so viele Wege. Oh, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Ein Betrunkener. Möchte der Betrunkene mir vielleicht was geben? Wow! Ich habe doch nur die Flasche abnehmen wollen. Auf einmal ist sie in der Hand. Die ist explodiert. Die ist einfach nur explodiert. Okay. Also wir können hier nicht hinein. Das ist der Hintereingang. Vielleicht kriegen wir später einen Schlüssel dafür, aber wozu? Wozu sollten wir auf dieser Seite wieder raus wollen? Oh. Was ist denn hier los? Versammlung oder was? Dieser Penner. Streik? Ah, warte mal, ich erinnere mich. In der Story wurde erwähnt, dass die Wachen streiken. Ist das dieselbe Wache? Ja, ich glaube, das ist dieselbe Wache. Komme ich hier vorbei? Der Robot ist ja gestorben. Robot. Sorry. Und das ist auch ein Eingang. Und jedenfalls, die Söhne weigern sich, die Wachen weiterhin zu bezahlen. Und deswegen sind die wahrscheinlich jetzt im Streik. Da komme ich doch niemals hin, ohne dass die mich sehen. Also lassen wir diesen Eingang oder, ja, Eingang, lassen wir mal außen vor. Ich glaube, wir sind gleich einmal drum rumgelaufen. Genau, hier ist der Vordereingang. Oh, wenn ich ein Seilfall hätte, könnte ich wahrscheinlich da hochklettern. Das heißt, es gibt nur einen Weg und das ist durch den Keller, wo eine Wache genau davor steht. Ich könnte hier mal versuchen, lang zu kommen. Nee, definitiv nicht. Also selbst wenn ich es schaffen würde, da entlang zu schleichen, irgendwie, was ich nicht glaube, weil es ziemlich hell ist an der Stelle. Es gibt einfach keine Vögel mehr. Dann wird es keinen Weg geben. Also wir haben jetzt einmal drumherum. Da ist zum Beispiel auch ein offenes Fenster. Also ein Fenster, was man öffnen könnte, meine ich. Das sind auch Ranken, warte mal. Also es ist sehr hell da, wegen dem Fenster. Okay, ich würde sagen, wir wagen es einfach mal. Es geht. Es geht, es geht, es geht. Inside at last. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. So, eine kurze Abhandlung der magischen Schulen nach Karadins Untergang von Zarachias Forum. Oh, so viel Text schon wieder. Zu Anfangs. Zur Zeit, Nekromantie, Retroaktion. Konjuration, Beschwörung, Wahrsagung, Nekromantie. Das ist einfach nur ein bisschen, was die so... Oh, Wahnsinn. Hat das vielleicht damit was zu tun? Die Schulen der Beschwörung. Das ist die Nekromantie. Also Beschwörung, Nekromantie, das ist Wahrsagung. Dafür das Auge. Das sieht aber aus, das Auge von Ra. Oder Re, besser gesagt, wie man ihn richtig nennt. Die Schule des Heilens. Das ist also Heilung. Vielleicht müssen wir diese... Also hier wird nochmal genau erläutert, was was ist. Und das Banner sieht sehr verdächtig aus. Und das könnte, wie gesagt, hier was sein. Besonders finanziert von den blauen Fackeln, die immer noch in der Gruft brennen. Sie müssen bereits mehrere Jahrhunderte gebrannt haben, ohne dabei Brennstoff oder Luft zu benötigen. Ich versuchte, eine Fackel genau aus dem Studium mitzunehmen. Doch kaum hatte ich sie um einigen Zentimeter bewegt, ging sie aus. Offenbar sind die Fackeln mit magischer Natur. Ein weiterer Hinweis dafür, dass diese Gruft von Magiern erbaut wurde. Okay, die wissen bereits über die Gruft Bescheid. Ich kann den Mond anschauen. Das sieht aber schön aus, dieser Mond. Und hier haben wir einen... Oh Gott. Ich speichere mal lieber ab, bevor ich hier... Okay, hier kann ich nichts machen. Wahrscheinlich muss ich das irgendwie dicht trennen. Ich habe das Gefühl, ich habe bestimmt irgendwas lahmgelegt. Ich weiß nur noch nicht was. Wenn ich damit irgendwelche Kameras deaktiviert habe, dann bin ich froh darüber. Ich will noch keinen Bannermord machen. Wir schauen uns erstmal um. Haben wir eine Karte? Wir haben eine Karte. Hier waren wir jetzt einmal drum rumgelaufen.
hier war eine Möglichkeit reinzukommen und wir waren jetzt hier auf der Seite und sind etwa auf dieser Ebene. Das bedeutet, wir sind... Das scheint der normale First Floor zu sein, ja. Und das sind jetzt die obere Etage, das heißt, wir sind jetzt hier. Hier sind wir. Hier. So. Wir werden uns am besten einmal komplett im Kreis durcharbeiten, bevor wir die Treppengänge nehmen. Hier wird Fragezeichen gesagt. Ich denke mal, hier in diesem gibt es noch richtig viel Loot in Living Room und... Wo sind denn... Ach, warte mal, hier müssten ja kaum Wachen sein, weil die alle streiken. Bürgerkämpfe, Wettresultate. Nicht sehr interessant. Der Papierkorb ist ein... Secret? Was? Warum sind hier so 1000 Secrets? Schlüssel, Schlüssel, Wand, Tresor. Und der letzte Wille von Lord Robert. Ich meine, Robert Farrington. Ich, Robert Farrington, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und der nötigen Kompetenz, dem Abbau sei Dank, mache dies zu meinen letzten Willen und Testament wie folgt. Erstens, ich vermache meinen beiden Söhnen, das Haus und das gesamte Grundstück, alle Gegenstände, die nicht in diesem Testament erwähnt sind, inklusive meiner großartigen Tiere, sollen gleich, hatte ich auch gesagt, Tiere der Barracks. Ich vermache meinen älteren Sohn Nathaniel Farrington, den Rubin, Blutträne, seine Schwestersteine, Sonnenfunke und Eisenherz sollen an meinen jüngeren Sohn Jeffrey Farrington gehen. Ich vermache den Captain der Wache Joseph Buxley, Lorenz Horn, welches sich im nördlichen Ausstellungsraum befindet. Interessant. Ich vermache mein Dienstmädchen Sarah Bang, das Gemälde, die der jagende Drache. Also das ist sein Vermächtnis hier. Ich vermache den Orden des Hammers, die Untergrundkirche bekannt als Farrington Kirche und den Talisman des Lebens. Achso. Den Orden des Hammers, die Untergrundkirche bekannt als Farrington Kirche und den Talisman des Lebens. Die Untergrundkirche ist ein... Eine ganze Kirche hat er jetzt vermacht. Ist ja interessant. Und ein Talisman des Lebens. Hierauf setze ich meine Unterschrift an diesen 18. Tag des Monats März im 6. Jahr. Dann holen wir... Okay. So, wir haben das Testament und sollen natürlich jetzt den ganzen Scheiß schnappen. Die Blutträne, Eisenherz und Sonnenfunke. Dolores Horn, das der Captain kriegen soll. Das Gemälde, der jagende Drache. Und den Talisman des Lebens. Die Kirche können wir leider nicht in den Rucksack stecken. Aber das wäre auch seltsam. Warum hat er sein Testament so gut versteckt? Das kann ich mir so richtig gar nicht ausmalen. Ist auch ein relativ komischer Zufall, dass wir genau das als allererstes finden. So, damit haben wir das Study Roomchen fertig. Und gehen in die Library. Und da kommt eine Wache. Wir gehen nicht in die Library. Wir gehen jetzt hier rein. Ja, hier kann ich mich nur verstecken. Oh, hier kann ich reingehen. Und ich glaube, ich habe jetzt schon eine Möglichkeit verpasst, an unseren Ersatz-Blackjack zu kommen. Da müssen wir auf jeden Fall uns beeilen. Was soll das sein? Die Library? Ein Living Room. Der ist komplett ausgeraubt. Aber ich habe das Gefühl, hier ist was. Ob es hinter diesem Banner ist? Ich speichere mal ab. Ach, es ist hinter dem Banner. Und da haben wir den Wandsafe, den ich wahrscheinlich brauche, oder? Der jagende Drache. Da haben wir das Bildchen abgerollt. Und damit das erste Item. Können wir die auch mitnehmen? Schade. Habt ihr das gerade gehört? Ich habe was knarzen gehört. Also den Schlüssel lasse ich trotzdem hier liegen. Den werden wir, denke ich mal, nicht mehr brauchen. Damit haben wir das erste Item schon bekommen. Das war... relativ einfach. Was ist denn hier versiegelt? Guest Rooms. Hier sind drei Räume nebeneinander. War wohl nur der Wind. Ich sehe aber nur zwei und da hinten ist nämlich schon vorbei. Quasi den Raum und das ist ja schon der letzte Raum.
wo wir hergekommen. Ne, halt, warte mal, wir haben angefangen. Warte, wir müssen andersrum denken. Wir haben hier angefangen und sind hier lang. Genau, wir waren hier. Oh, XD. Ich meine, hier sind wir jetzt. Das heißt, der Raum ist versiegelt. Da können wir noch rein. Und den hier sehen wir von Weitem, den Dining Room. Das heißt, dieser Raum ist versiegelt, aber hier wird nicht gesagt, was es ist. Seltsam. Okay, Startmodus. Boop. Was ist das? Du hast ein F. Au! Du hast ein F auf der Brust. Steht das für, ihr wisst schon. Okay, die patrouillieren wahrscheinlich nur hin und her. Wir haben keinerlei Wasserpfeile. Das macht's nicht einfach. Das ist die Library. Ich frage mich, was wir ausgemacht haben, indem wir den Strom gekappt haben. Oh, ein legendäres Artefakt. Legendäre Artefakte Teil 1. Fünfter Magier der Dämmerung. Ezechiels Schwestersteine. Ein Magier der Antike. Achso, das sind wahrscheinlich die Steine, die wir finden sollten, oder? Der ursprüngliche Grund. Das können wir später mal genauer durchlesen, wenn wir zur gegebenen Stunde das benötigen, denke ich mal. Ich bin leider so, ich lese mir die Informationen nicht ständig sofort durch, sondern immer mal Stück für Stück. Weil am Anfang müssen wir eh sehr viel erstmal erkunden. Wir müssen erstmal wissen, wo alles ist. Ah. Wir brauchen einen Schlüssel dafür und da oben liegt was. Anleitung, Tresortüre. Seriennummer, okay. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, bla 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 bla. Du überspringst einige Seiten. Kapitel 1, Installation. Dank der speziellen Legierung, aus der die Sicherheitstür besteht und den Stahlbeton, der sie umgibt, existiert keine Möglichkeit, den Tresorraum mit Gewalt zu betreten. Ist Tresorraum? Ich dachte, das wäre nur dieser eine Tresording. Sich jetzt Tipp 13, unsere Türen können sogar mittlere Erdbeben heil überstehen. Jedoch besteht die Gefahr großen Vibrations... die Gefahr, dass sich das Sicherheitsschloss auf der Werkeinstellung zurücksetzt. Großen Vibrationen. Du bleibst weiter. Das Kombinationsschloss. Dieses Kapitel zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Kombination in Ihrem Sicherheitsschloss ändern können. Dies ist ein äußerst wichtiger Vorgang, den Sie durchführen sollten, sobald die Türe bei Ihnen installiert wurde. Entfernen Sie die 16 Schrauben an der Rückseite der Türen. Entfernen Sie die... Alter. Ich denke mal, das werden wir noch irgendwo brauchen. Wahrscheinlich gibt es noch ein... Ich denke mal, die Edelsteine, die ja vermacht sind und sind vielleicht in diesem Tresor. Und wir müssen den erstmal aufbekommen und wir haben eine Lektüre, wie das funktioniert. Halt. Und ein bisschen Loot. War das eben ein Laut? Oh nein, habe ich jemanden aufgeweckt? Hi. Okay, wir gehen da mal hoch. Keine Spinne hier. Es sieht doch aus, als wäre hier was. Da liegt was. Tagebuch, Einträge, Teil 5. Alter. Das gucke ich mir später mal durch. Wenn ich es überhaupt durchgucken muss. Wir behalten die Sachen einfach. Jetzt fängt es aber an, schon wieder das ganze Inventar voll zu melden. Bis jetzt eigentlich eine ganz coole Mission. Auch wenn die Secrets ganz schön leicht zu finden sind. Was ja nicht verkehrt ist. Kann man die eigentlich auch wieder schließen? Ist auch ein Hammerit. Ich dachte, der hat das zwar denen gegeben. Warte mal, jetzt können wir ja Library erstmal abchecken. Nächste obskure Abkürzungen. Die Nacht der Werberics? Ach du Scheiße. Leben im alten Quartier. Madame Wiegens wildes Wirtshaus. 1000 Wege, deinen Hammer zu benutzen. Ja. Und dazu das Bild. Okay, vorsichtig. Der schläft, wa?
Licht ist... Hä, warum gibt es einen Lichtschalter? Ich sehe gar keine Lampen. Hä, warte mal. Ach hier, die Lampe. Ah. The Eye of Argon von Jim Tiles. Und da ist ein Barry-Kopf mit einem Schild. Was steht denn da? Luna, sie war ein gutes Mädchen. Nun ist sie beim Erbauer. Ist damit der Barrick gemeint? War das der Luna Barrick? Ich gucke hier mal noch ein bisschen nach Secrets. Wir müssten jetzt hier sein, Living Room. Mit zwei Türen. Und hier sind zwei Hammeriten drin. Und da gibt es hier noch einen ganz kleinen Raum. Achso, das ist das Treppenhaus. Oh, der hat einen Bogen mit einem Pfeil. Gut. Dann mal Licht aus. Sehr schön. Ich hoffe, die machen die Lichter nicht wieder an. Und der Living Room. So, zack, zack. Das ist ja so ein Haus, wo viele Geheimnisse auf einen warten. Hier könnte ich direkt runtergehen. Ah, ich hätte mal auch noch ein paar Screenshots machen können von der Mission. Na, diese Wachen. Oh Gott. Ich gehe hier weg. Da ist nichts mehr. Ein Schlafraum. Das sieht aber schön aus. Moment. Zack. Und dann die ganze Zeit die Mask Music. Oder Chasing. Jeffreys Notice. Notiz. Notice. Nathan. Oh Gott. Okay, wir lesen das jetzt mal durch. Ich habe vor das Arbeitszimmer eine ganze... Ach, das ist einer der Söhne. Ganze Stunde lang abgesucht, ohne etwas zu finden, was auch nur entfernt an ein Testament erinnert. Entweder wollte der alte Kerl nicht, dass wir seinen letzten Willen finden, oder es existiert gar keiner. Der verunstaltete wöchentliche Barrick-Kampf unten in der Arena. Und von den Abrechnungen entnahm ich, dass hier eine ganze Menge Geld herumliegen muss. Ich dachte, er benutzte dieses Haus nur als Ferienwohnung. Doch es scheint... So, als habe er in den letzten paar Monaten mehr und mehr Zeit hier verbracht. Und was soll diese halbe Armee von Wachleuten? Er hatte mehr Personal angestellt als dieser paranoide Befford. Apropos paranoid, abgesehen von den beiden Stücken im Ausstellungsraum, habe ich nichts gesehen, was einen besonderen wertvollen Eindruck machte. Wo hat der alte Mann seine Reichtümer versteckt? Ich denke, ich weiß, wo der Eingang zum Tresorraum ist. Vor diesen beängstigten Todesstatue stolperte ich über eine Falltüre. Die Plakette an der Statue muss ein Hinweis sein, wie man die Türe öffnet. Es könnte etwas mit den Glasbällen in den Liftschächten zu tun haben. Aber ich war zu müde, dem weiter nachzugehen. Das muss bis morgen warten. Ich werde die Nacht im Farnsworth verbringen. Da diese arroganten Hammeriten immer noch die beiden Gästezimmer besetzen, mag es ja nicht, etwas für dich einzusacken, während ich weg bin. Nur weil du 2 Jahre älter bist, bedeutet das noch lange nicht, dass du Anspruch auf einen größeren Anteil hast. Ich werde dich morgen sehen, wenn der Notar angekommen ist. Jeffrey. Okay, also die beiden haben schon danach gesucht und es gibt einen kleinen Hinweis mit einer Statue. Also hat er hier gepennt. Was ist das? Auch ein Gästeraum? Bedrooms. Hier quasi. Also, nee. Hier. Hä? Nee, warte mal. Dining Room? Waren wir drinnen. Jetzt ist aber hier noch ein Zusatz. Ach, hier. Das Badezimmer. Keine Wasserpfeile. Scheiße. Ohne Wasserpfeiler macht das weniger Spaß, wenn die Flure alle so hell sind. Hm, da kommt nicht schon der nächste. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall das und das. Da gibt es noch die nächsten Betträume. dann auf jeden Fall müssen wir runter.
Warte mal, wo ist die Ausstellung? Hier geht's in den Keller, wo die Kämpfe gemacht werden. Hier vielleicht. Aber es gibt hier gar keine Tür. Gar keine Tür dafür. Na, Garten. Doch, es gab eine Türe, aber die habe ich nie aufbekommen. Seltsamer Laut. Was ist hier passiert? Achtung, auf Lord Franks Anweisung bleibt die Türe zu diesem Zimmer auf unbestimmte Zeit versiegelt. Es ist strengst untersagt, den Raum ohne die ausdrückliche Erlaubnis Lords zu betreten. Versucht außerdem nicht, die defekte Glaslampe wieder anzuzünden. Sie wird in baldiger Zukunft ersetzt. Der Captain. Ich kann diese Tür auch gar nicht benutzen. Hey, ich höre da was. Ist da vielleicht jemand erhangen worden? Oh nein, das wird nichts. Ist da wer? Scheiße, die sind schon wieder aufmerksam. Hallo? Hallo? Oh Gott, mir gefällt das hier nicht. Ist alles so hell. Aber das sieht geil aus. Oh, oh, er kommt zu mir. Ist da jemand? Hat er mich gesehen? Komm heraus und stell dich, Dieb. Shit. Okay, jetzt sind wir im unteren Geschoss. Da sind wir hier drin. Das scheinen nur so Lagerräume zu sein. Na egal. Ich weiß nicht, was es war. Okay. Ich mach mal einen Hard Save, falls mal irgendwas schief laufen sollte. Überall Fliesen. Ich hoffe, dass der Rest des unteren Bereichs nicht so viel Fliesen hat. So, warte mal, wo geht's jetzt hier hin? Servant's Bedroom. Die scheinen auch nur oben groß zu patrouillieren, bis auf den Bogenschützen hier unten. Ne, die sind überhaupt hier. Was steht denn hier? Zu tun! Der John, soll etwas Käse von Slidale holen. Beschert sich über den altertümlichen Plumpsklos. Der Kühlschrankschlüssel ist immer noch nicht aufgetaucht. Das bedeutet, er hätte ihn in der Speiseaufzug gelegt. Ach, vielleicht ist er da runtergefallen. Aber unten in der Küche sei ja verschwunden gewesen. Würde mich nicht wundern, wenn die Ratten das Ding verschleppt haben. Außerdem ist die Stange Falltüren zum Dachboden Dachboden öffnet, ebenfalls verschwunden. Die Stange, die den öffnet. Okay, also wir brauchen mehrere Items. Aber seht ihr, die Lampen sind hier aus. Achso, das war ich. Ach scheiße, die suchen immer noch an mir. Oh, schön. Hier ist niemand. Ein kleiner Innenhof. Oh oh. Ich bin nicht da. Hilfe! Du bist so ein Stück. Wo habe ich gespeichert? Hier habe ich gespeichert, na klasse. Ah, nerv. Ich hab gerade die Wand so angeguckt, die sah ein bisschen nach Secret aus. Der Kompass. War das der Kompass? Nee. Achso, das ist das Bild. Ich sehe nichts mehr.
den Dienern seine Reichtümer genommen. So, jetzt sind wir ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Ab in den Garten. Denn nur die Harten kommen da rein. So, was steht denn hier Feines? Notiz des Gärtners. Obwohl Schwämme von Gelehrten immer noch als Pflanzen eingestuft werden, kommt zumindest dieses Exemplar einem Tier sehr wohl näher. Wenn der Schwamm für längere Zeit ohne Wasser auskommt, kommen musste, reagiert er sehr heftig auf jegliche Flüssigkeitskontakt. Er ist fähig, mehrere Liter innerhalb Sekunden aufzusaugen, je nach Qualität der Flüssigkeit. Seifenwasser scheint er komplett abzuweisen. Ich wünschte, ich hätte etwas Weihwasser zur Verfügung. Die Reaktion des Schwamms wäre sicher äußerst aufschlussreich. Ich muss zurück zum Strand gehen und nach weiteren Experimenten. Ein Schwamm. Und ein Lufttrank. Und da ist der Schwamm. Nicht berühren. Haben wir den Meeresschwamm einfach mitgenommen. Und da Moospfeile. Oh ja. Und da scheint eine Tür zu sein nach außen. Die wir nicht öffnen konnten. Genau, das muss hier der Pavillon sein. So, Greenhouse. Ich mache hier mal ein paar X, dass ich nicht durcheinander komme, wo ich noch nicht war. Oh, oh. Wer ist das? Ist das der Gärtner? Ich glaube nicht. Oh, das ist ein Bogenmann. Und hier sind solche Notlampen. Ob ich einfach so rüberspringen kann, ohne dass sie mich bemerkt? Guck mal, hier sind überall Lampen teilweise noch an und aus. Ach, vielleicht muss ich beide Lampen finden und sie ausschalten. Ach, oben ist ja auch noch einer. Falscher Alarm. Das ist die Gruselstatue. Oh Gott. Oh, das kennen wir doch aus Thief. Rettung der Geschichte. Dem Untergang geweiht. Der Narr Befford. Die Stadt. Ah. Robert Farrington mit seinen Barracks. Ein Wasser und ein Feuerpfeil. Was steht denn hier? Hilft dem Keimling, der gerade die Erde durchdrungen hat, zu wachsen und spende Licht nur für den, der diese Welt verlassen hat. Interessantes Rätsel. Und hier haben wir zwei Fahrstühle. Gucken mal, ob die funktionieren. Ach, das sieht aus wie so eine Geschichte. Am Anfang lernt man, dann heiratet man, dann wird man greis und am Ende stirbt man. Und der sagte, irgendwas hat das vielleicht mit den Gemälden zu tun. Alter. Ist jemand gekommen? Das ist ja... Alles scheint jetzt ruhig. Na, that's big. Ja, genau, das dachte ich mir auch. Das ist die Hammeritenkirche? Ich mach mal einen Screenshot. Und da ist wieder so ein Bildchen. Ich bin hier zu früh, oder? Warte mal, wir sollen über Magierquartiere aber rausfinden. Und das Wort schwebt uns im Voraus auf einer sanften Brise, die unser Heil versprach. Hier ist nun ein Mann mit dem Geist eines Generals und dem Herzen eines Dichters, doch auch mit den Händen eines... Achtung, wegen akuter Einsturzgefahr. In den älteren Sektionen der Gruft bleibt dieser Eingang vor dem Verschlossen der Schlüssel ist momentan Besitz von Hohepriester Relic. Bei Notfall sei es euch erlaubt, ihn danach zu fragen, dennoch jedoch vergesst nicht, dass Bruder Sorwin zustieß. Ein weiterer Schlüssel wurde Lord Farrington Totenwache ausgehängt. P.S. Bruder Sorwins Leiche wird geborgen, sobald keine weitere Gefahr von Einstürzen besteht. Er wird uns von der Erde hochheben. Haltet ein! Was ist das? Hat er den Schlüssel? Nein.
Also brauche ich... Also muss ich die Totenwache, muss ich da quasi aufsuchen. Oh, der pennt. Der pennt einfach. Oh, abgeschlossen. Hier benötige ich auch einen Schlüssel. Ich hoffe, die sehen mich hier nicht. Wo sind wir denn jetzt? Ist das der Eingang? Hä? Ach, das ist der obere Bereich. Oh, eine Orgel. Ihr Dieb! Oh shit. Oh nein. Hör auf zu spielen. Oh Gott. Oh oh. Ah, der hat's nicht gehört. Und jetzt. Oh Gott, hör auf zu spielen. Ah, ein Glück ist, wenn er es sagt. Okay, also hier ist auf jeden Fall... Oh, der danced ab. Oh ja, gib mir den Dance. Gib mir den Dancefloor. Wow! Okay, da können wir erstmal nichts machen. Also die Orgel sollten wir nicht benutzen. Aber die lenkt gut ab. Okay, da kommen wir zu den Hammeriten. Aber ich glaube, das ist immer noch viel zu früh. Haben wir denn hier? Oh, eine Küche. Ah, das sind hier diese Türme. Nee. Warte mal. Hä? Sind wir jetzt hier? Ach doch, ja, hier geht's runter. Hier waren die Fahrstühle. Und jetzt sind wir hier zu einem der Türme gegangen. Der andere ging nicht. Das ist bestimmt auch so eine Tür nach außen, die ich nicht aufbekomme. Genau. So ein Master Key wäre nicht schlecht. Die Ausstellung. Oh, guck mal. Die sind schon bestimmt gesichert. Was steht denn da? Das Zepter. Finger weg. Ja, es funktioniert. Und da ist das Horn, was wir benötigen. Nicht anfassen. Wir haben's. Und das ist der zweite Turm. Licht aus. Das ist die Doppeltür im oberen Geschoss. Das ist das Ausstellungsstück hier, Ausstellungsbereich. Verstehe. Warte mal, waren wir oben jetzt überall? Ja, waren nur in die Gästeräume nicht drin. Und in diesem ganz kleinen Raum war ich nicht drin. So, jetzt muss man nochmal schauen, ist das der Raum, wo wir herkamen? Ne, das ist der andere. Da geht's auch erst nur raus, wenn man den Schlüssel hat. Okay. Ich glaube, es war gut, dass wir das alles ausgeschaltet haben. Aber ich hätte gedacht, mit Kameras. So, das ist die rechte Seite. Da ganz hinten müsste ein kleiner Raum sein, wo wir noch nicht waren. Eine Toilette ist das. Tür zu, bitte. Ich bin hier auf Toilette. Ich glaube, bei den Hammeriten können wir nicht einfach reinschnökern. Das haben wir auf jeden Fall. Hier kann man, das ist nur der Außenbereich. Und hier ist noch ein Raum, wo wir nicht reinkamen. Meh. Was machen wir denn da? Kommen da welche? Ja, da kommen welche. Diese Geräusche hier. Geh zu! Gott! Hey, who comes on to me?
Do my eyes show me her right? All is at rest now. Eine Nachricht. Bruder Zelyard, der Tod von Lord Robert Wagner, einmal mehr die Frage. Gut entschieden, dass wir zum Fang-Anwesen reisen und die Verlosung, Vorlesung des Testaments als Repräsentant des Ordens beiwohnen sollt. Euer Wissen über weltlichen Gesetzgebungen und über das Erbrecht im Speziellen könnte sich als nützlich erweisen. Nö, da haben wir die Sündigen niederschmettern. Die wollen alles auch was von Kuchen. Ich mach mal kurz ein Save. Ich will mal gucken, was hier dahinter ist. Es ist nichts. Es war ein unnötiger Bannermord. Es fehlen nur noch diese Edelsteine. Achso, wir fehlen ja wirklich nur noch die Edelsteine, der Tadelmann, der Talisman und die Informationen. Der Rest ist alles Loot wert. Nein! Das ist schlecht, ich habe hier gespeichert. What was that I heard? Ich habe eine Idee, ich mach das Licht einfach an. Dann macht er es aus. Nein, er lacht, macht es nicht aus. What was that I heard? Ich komme jetzt an den Sack nicht vorbei. All is it? Come closer, and thou shalt feel my edge. Thy fate is written in the book. Bring thine arms to my aid. Wie schaffe ich das jetzt? Mein Heartsafe ist ein bisschen weit weg. Who made that noise? Ich komme nicht am Schlichtschalter ran. Doch jetzt. Needs must I come. That shall not save you long. Mein Bruder, komm, strengthen dein beleaguered Comrade! Was hat mich da nur gesehen? Hey da, woher kommst du? Warte mal, ist hier irgendwas Wichtiges drin? Bruder Selja, dann wäre ich. Dame der Gerechtigkeit, bla bla bla, Hamariten getönt. Ihr habt Glück gehabt. Ach, das Loot. Eure Glieder werden zerteilt, wow. Ehe ihr entschwindet. Kommt schon. Du kannst keinem Pfeil weglaufen, die. Ah, jetzt konnte ich mich überlegen, ob ich den oder den hole. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich muss da raus, ich muss da raus. What is that? Who goes? Ich muss hier raus. Warte mal, kann ich vielleicht an den vorbei? Oh Gott. Ist jemand gekommen? Und das Wort schwebte ihm voraus auf einer sanften Brise, die unser Heil versprach. Hier ist nun ein Mann mit dem Geist eines Generals und dem Herzen. Ich hoffe, der macht das Licht nicht wieder an. Auch mit den Händen eines Erbauers. Ich habe gespeichert, nachdem er. Ach, ich konnte durch das Gemälde gucken. Seltsamer Laut. Das hat echt geklappt. Ohne Scheiß. So, zack, zack. Gut, damit haben wir die Dinger durch. Jetzt hätten wir noch hier Captain Quarles. Da müssen wir nochmal runter. Und die Kitchen waren wir auch noch nicht. In der Kitchen. Und Guard Quarters waren wir auch noch nicht. Also wieder nach unten. Eigentlich muss ich nur in diese Richtung. Ja, hier komme ich noch nicht rein. Da brauche ich einen Schlüssel. Habe ich aber nicht. Sieh an! Okay, wir gehen außen rum. Ich hoffe, dass hier nicht gerade eine Wache ist. Nee, keiner da. Die müssen jetzt nämlich alle komplett im Kreis laufen. Also, okay, Schluss mit dem Spiel. Ich hätte was gesehen. Scheiße. Irgendjemand hat mich verpetzt. Och, Mann, ey. Oder warte mal. Wir nehmen den Weg wieder nach unten und von dort aus. Ich glaube, das ist besser als über Treppenhäuschen. Ah, es ist der falsche gewesen. Ich muss den anderen gehen. Ich glaube, das sieht für mich jetzt für mich leichter alles aus, als es für die meisten Einsteiger sind, die das Spiel, dieses Level zum ersten Mal spielen. Weil ich hatte Glück, dass ich gleich am Anfang
das Stromkabel gekappt habe. Ich denke, das hat mir sehr viele Scherereien erspart. So, warte mal, wir sind direkt runter. Das heißt, wir sind hier, hier drin, ne? Und da gibt es anscheinend noch einen Weg. Hier ist noch ein Donut. Hey, Tubbs, letzte Nacht wurde schon wieder eine Weinflasche aus dem Keller geklaut. Wesley wurde bewusstlos aufgefunden. Er sagte, jemand hätte ihm mit einer Pfanne eines übergebraten. Jedoch hätte er niemanden erkennen können. Ich frage mich, wieso Captain Buxley diesen Trunkenbold Benny verteidigt. Jeder weiß, dass er ein Trinkproblem hat und deswegen seinen vorigen Job verlor. Ich könnte wetten, er ist für das Verschwinden des Weins verantwortlich und er bewahrt die Flaschen in seinen Spind auf. Deswegen schnauzt er jeden an, der auch nur in dessen Nähe kommt. Vielleicht könntest du ja mal nachsehen, was in den Spind ist von... Achso. Und Benny? Benny ist doch getrunken, Bold. Hier geht's runter. Ich glaube, hier war der nächste Eingang. Wer ist da? Ein Goldhelm. War wohl doch nichts. Vom Keller habe ich nichts, oder? Nee. Nicht direkt. Oh, oh. Jorun? Bist du's? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Hier kann ich rein. Hier kann ich mich verstecken. Abgeschlossen. Hier kann ich rein. Ein Ofen. Oh, ziemlich heiß. Eine Schaufel. Ah, könnte das der Eingang gewesen sein? Von außen? Ich komme nicht, auf jeden Fall nicht wieder hoch. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das der Eingang ist, den man von außen reinkommt. Weil hier steht ja Kohle-Schacht, ne? Klang mir irgendwie nicht nach Ratte. So, wenn das jetzt der Eingang für die meisten Spieler ist, ist klar, dass die dann natürlich Probleme haben, wenn sie von hier aus reinkommen. Vielleicht ist auch hier gleich eine... Also ich habe ja gehört, dass der mit einer Pfanne übergebraten wurde. Ist das vielleicht unser Ersatz für den Blackjack? Eine Pfanne? Hatten wir schon öfters mal gehabt. Er kommt wieder zurück. Oder? Nein. Er läuft noch weiter. Das ist der Weinkeller. Ein Hammer. Hoffentlich hat das keiner gehört. Eine Nachricht. Ein einzelnes Blatt Papier. Wenn 8 Schalter deinen Weg versperren, lass dich von den Sternen leiten. Nur dann wirst du den Rest von mir finden. Interessant. Noch eine Flasche. Noch eine abgeschlossene Tür. 8 Schalter. Bis jetzt habe ich noch nichts in dieser Richtung gefunden. Das wird doch ein bisschen länger dauern, als ich gedacht habe. Ui. Ich glaube, die können wir wahrscheinlich kaputt machen, oder? Ne, die sind wertvoll. Nice. Wir sind schon bei 1,4. Ich frage mich, ob wir mal auf 5000 kommt. Hier tropft noch der Wein raus. Das ist der Weinkeller. Ich hätte gedacht, dass man hier die Pfanne findet. Nee. Das war der Bereich. Und hier geht's wieder hoch. Ach, nee, da geht's auch hoch. Wir kamen ja von hier hinten. Geht er da lang? Jetzt kommt er da lang. Oder die Pfanne ist in der Küche. Die benutzt wurde. Ist aber wieder so ein sehr detaillierter Hinweis, finde ich.
Wow, was war das gerade? Ich habe das gerade vor Freude in die Luft gehüpft. So richtig, hui! Wow. Okay, wo sind wir hier? Feuerpfeile. Pfeile! Wasserpfeile! Na gut, die Flares will ich nicht. Blitzbomben. Und die Glasminen lasse ich auch hier. Ein Abstellraum. Jetzt wäre noch ein Secret noch richtig nice hier so hinter der Wand. Interessant, interessant. Aber ich sehe hier keinen Schalter. Die Flares werde ich wahrscheinlich nicht benötigen, definitiv nicht. Aber das hier sieht doch wirklich... Ist hinter der Wand was? Okay. Also wir haben jetzt Seifälle, aber genug. Genug Seifälle. So, dann haben wir alles. Da waren wir drin gewesen. Hier waren wir drin gewesen. Und jetzt geht's hier wieder nach oben. Das heißt, jetzt müssten wir aus der Küche, an der Küche rauskommen. 13 Wasserpfeile. Hat die Käse bei sich? Da ist der Schlüssel, wie ich mir dachte. Er war noch im Schacht. Kühlraumschlüssel, aber warum sollten wir in den Kühlraum? Hallo! Die Pfanne. Die Pfanne ist es wieder. So, das war die Kitchen. Hier. Hier sind wir rausgekommen und hier würden wir nur wieder zurückkommen. Und ich glaube, hier ist auch nur ein Abstell. Vielleicht ist da noch Loot. Das kann sein, dass wir da vielleicht noch Loot finden. Wir können das ja mal auch schnell probieren. Warte mal, wir können jetzt hier auch mal diese Garderoben sehen, so ein bisschen. Ach, gucke mal hier. Gucke mal, wer da guckt. Und noch eine Nachricht. Tagebuch Teil 1. Vielleicht sollten wir das Tagebuch, wenn es vollständig ist, mal durchlesen. Aber das ist ja eigentlich hier nur optional, weil warum sollte ich... Es ist ja ein Secret. Oh, da kann man hochgehen. Jetzt bringen die Seilpfeile auch was. Ist das... Oh Gott, wo sind wir hier? Oh mein Gott. Wer ist da? Wer hat das gesagt? Ist da drin? Tretet hervor und lasst euch erkennen. Die hören mich in den Schächten. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ja, du hast einen Ring bei dir. Danke, Freund. Verzeihung. Hier kann man rausgucken. Eine Fußfessel. Das ist kein gewöhnliches Secret. Aha, wo sind wir denn jetzt gelandet? Sind wir beim nächsten Bruder? Hä, hey, warte mal, was ist das für ein Raum? Das muss hier sein, Captain's Quartier. Schlüssel, Quartier des Captains. Wer? Was ist das? Wer da? Wären wir so gar nicht reingekommen? Nichts Besonderes. Sieht der, das sah doch aus wie Truett nur in Rot. Das ist Truett nur in Rot. Tresorschlüssel des Captains. Licht aus. Eine Nachricht. Nelson, von Mrs. Brothers Bericht habe ich entnommen, dass die Liftschächte der Familiengruft indirekt mit der Kanalisation verbunden sind. Dies ist eine gravierende Sicherheitslücke, da ein Einbrecher des Fenkenanwesens durch die Kanäle betreten oder verlassen könnte. Aha. Und damit haben wir unsere Fluchtweg. Also Familiengruft müssen wir zum Schluss machen. Zu viel Kaffee heute Morgen. Das reizt die Nerven. Alles ruhig. So. Dann können wir den Tresor aufmachen. Das können wir jetzt öffnen. Genau, jetzt sind wir wieder im Gartenbereich. Und den Tresorschlüssel können wir dann auch gleich verwenden. Er macht nicht das Licht an, da bin ich ganz froh darüber. Dass er nicht zum Lichtschalter läuft. Er hat auch keine Waffe. Ist da irgendwer?
Was steht denn da drin? Lieber Bruder, alles läuft wie am Schnürchen. Als sie das Fehlen mehrerer teurer Weinflaschen bemerkten, fiel deren Verdacht sofort auf Benny. Ich musste ihn sogar von ihnen verteidigen, sonst hätten sie ihn bereits schon rausgeschmissen. Ich muss noch 2 38er und einen besonders wertvollen 41er aus dem Keller holen. Dann werde ich eine billigere Flasche in Bennys Spind stellen und ihn verpfeifen. Er wird den Rest seiner Tage in einer von Crackless. Oh Gott, der arme Benny. Der hat nichts geklaut, das war der Captain selbst. Finde das Gemälde, oder mal schnapp dir die 3 Edelsteine, nimm den Talisman. Optional, lass Benny wissen, was der Captain im Schilde führt. Das heißt, wir müssen den Brief bei Benny im Spind reinlegen. Da scheint nichts mehr zu sein. Du gottverdammter Hurenbastard. Das war jetzt aber... So, Captain Hammer. Ich glaube, wir wären auch so nicht reingekommen. Nur durch das Secret. Jetzt gehen wir hier lang, hier rum und dann in die Quartiere. Den Pfeil hätte ich aber ganz gerne noch. Oh, hier ist ein Schwert, ein einzelnes. Aber übrigens brauche ich die Schlüssel jetzt nicht mehr, oder? Ist hier jemand? Nee. Kann ich denn nicht? Ich leg mal die Schlüssel hier ab. Sodass jeder der Wache dran kommen könnte. Der Tresorraumschlüssel und... Schlüssel. Da ist jemand. B. Also das ist mein erster Eintrag hier. Was soll ich schreiben? Eine Leute bin in jeden Para. Was auch immer mit Liebes Tagebuch, aber das ist dämlich. Ach, das ist von Benny das Tagebuch. Joey sagt mir, dass ich ein Tagebuch halten soll, um mich vom Trinken abzulenken, wenn ich gelangweilt sein sollte. Da fällt mir ein, wo habe ich nur die letzte Flasche Wein hingestellt? Sieht so aus, als wären diese neuen Job gar nicht so übel. Joseph Buxley, der Captain der Wache, hat mich am ersten Tag rumgeführt. Während der heutigen Essen hat er mich Resting Kufo gestellt. Ich glaube, sie mögen mich bereits. Sie klopften mir auf die Schulter, als Buxley ihnen erzählte, dass ich bei meinem letzten Job erwischt wurde, während dem Dienst zu trinken. Diesmal werde ich mich beherrschen. Es ist eine Woche her, seit ich hier angefangen habe. Endlich habe ich einen neuen Job. Einen Job gefunden, der länger dauert als nur ein paar Tage. Jeden Morgen gibt es der Captain eine neue Patrouillenrouten für mich, für jeden durch, um das Anwesen gegen Einbrecher zu schützen. Heute musste ich ein Banner bewachen. Komisch. 9. Eintrag ist langweilig, vor allem Entry 9. Eintrag 8, hier ist ein Übersetzungsfehler. Mir ist immer noch langweilig. Ich frage mich, ob der Lord einige Jahrgänge in seinem Keller aufbewahrt. Ich passe nicht mehr in diese blöde Uniform rein. Meine Kollegen machen sich lustig über mich. Doch ich schwöre, dass ich kein bisschen zugenommen habe. Das ist diese verdammte Wäscherei. Die haben meine Uniform zu lange im Wasser gelassen. Jetzt ist sie mindestens um 2 Größen kleiner. Oh Gott. Wenn jetzt Benny hier ist, dann werde ich ihn wahrscheinlich so sehen, ne? Ich mag es nicht, an diese zugenagelten Tür vorbeizulaufen. Sie müssen. Ich kriege Gänsehaut dabei. Letztes Mal konnte ich merkwürdige Geräusche dahinter hören. Aber der Raum ist schon seit Jahren leer. Das hat etwas mit verhängenden Mutter zu tun, sagten mir die anderen. Oh Gott, wie viel hast du denn geschrieben, Benny? Soll ich den Brief hier hinlassen? Das geht doch gar nicht, oder? Nee. Ich glaube, ich habe was gesagt. Einbrecher! Nein! Wo habe ich gespeichert? Hier habe ich gespeichert. Ich habe einen verdammten Hunger. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Ist da irgendwer? Okay. Dann halt nochmal. Ich wollte jetzt nicht das Tagebuch geht so lange. Ich will jetzt nicht das ganze Tagebuch lesen. So, den Schlüssel nochmal ablegen. Ich speichere diesmal ab. Und der andere Schlüssel. So, Tagebuch nochmal aktualisieren, dass ich es gelesen habe. Was steht denn da in letzter Eistrag eigentlich? Das sieht nach Ärger aus. Laut den Söhne wollen das Personal reduzieren und die Löhne kürzen. Ein paar Leute haben begonnen zu streiken und andere haben bereits gekündigt. Ich muss ein Auge auf meinen Spind halten. Dies könnte der ideale Zeitpunkt für einen Dieb sein, hier einzubrechen. Hier steht etwas von Benny und kommt ungeschoren davon, genau. Eine Toilette. Tja. Wenn die Spinde hier sind, wie komme ich an die ran? Ah. Sir? Sind Sie das? Hier ist ein Einbrecher!
Das ist auf jeden Fall nicht Benny, wa? Das ist Benny! Aber deine Universum sieht doch gut aus. Die ist doch gar nicht geschrumpft. Finger weg. Und ich muss den hier ablegen, den Brief. Ist es so klar? Ach man, Benny, ich will dich nicht K.O. schlagen. Hier ist noch ein Heiltrank. Hier ist noch eine Blitzbombe. Wie machen wir denn das? Benny ist langsam. Du wirst bezahlen. Hier herüber. So. Optional erledigt. Ich bleib mal auf Toilette. Könnten auch sagen, Benny hat sich das nur eingebildet. Der hat natürlich jetzt Hilfe gerufen, hat den Bogenschützen geholt. Und die suchen nach mir. Ah, das ist schwierig. Wie soll man da rankommen? Das Licht konnte ich doch noch nicht ausmachen, oder? Die suchen nach mir. Ich finde dich. Verlass dich drauf. Die suchen nach mir. Definitiv. Ah, die beruhigen sich auch nicht mehr. Ich hätte die Gunst der Stunde und fliehen sollen. So, ich würde sagen, wir hauen wieder den Fluchtweg ab. Oh, das war laut. So. Wir haben Benny geholfen. Seltsames Geräusch. Und müssen jetzt unseren Weg fortsetzen. Wo geht's denn hier hin? Geht's nach unten. Da ist sogar ein Stück Holz, womit ich mich abseilen kann. Gucken wir mal. Hopp. Das ist der Raum. Okay. Okay, dann hat sich das erledigt. So, Ding wieder zu. So, wo, dann ging es noch hier drüben lang. Es muss bestimmt noch einen Weg geben, wie man in diesen Bereich kommt mit dem Seilgeräusch. Wir sind ja jetzt auf Ebene 2. Ne, wir sind auf Ebene 1. Wir müssten noch höher, theoretisch. Warte mal, hier ist irgendwas offen. Okay. Noch ein Tagebucheintrag. Und eine aufgebrochene Kiste. So wären wir hingekommen. Und da ist der Schalter. Und ich habe ihn voll übersehen. Verdammt. Und ich habe es jetzt schon gespeichert. Er hat eine Flasche in der Hand, oder? Nee, ist seine Hand. Ist nur seine Hand. Okay. Also wenn man in den vorderen spinnt, kommt man nicht rein, aber hier kommt man auf jeden Fall rein. Okay. Gut. Mir fehlt, glaube ich, Tagebuch Seite 2 noch, wa? Wir haben 5, 4, 1. Ne, 2 haben wir, 3 fehlt. Den letzten Willen haben wir noch. Und legendäre Artefakte Teil 1. Einzelnes Blatt Papier, was mit einem Hinweis bestückt ist. Also hier kriegt man sehr viele Items. Das nur, weil ich hier mal lang gucken wollte. Wo ist denn der Schalter? Ja. So, und jetzt gehe ich nochmal da hinten lang, weil ich will sehen, was in diesen leeren
Raum sein soll. Vielleicht ist er ja gar nicht leer. Oh, der ist abgeschlossen. Ah, da ist noch eine Statue. Okay, ich muss aufpassen, dieser blöde Bogenschütze ist ja schon gewarnt. Okay, hier sind wir erstmal safe. Noch ein Schlüssel. Der Hausschlüssel, damit können wir die Türen öffnen. Das ist quasi der Butler. Ja, das müsste der Butler sein. Ich dachte, hier wäre noch Secret. Aber ich glaube nicht. Das ist wirklich nur, um wahrscheinlich den Hausschlüssel zu bekommen. Und mit dem Hausschlüssel kann ich dann die ganzen Türen öffnen. Die mir vorher den Weg versperrt haben. Hätte jetzt eigentlich eine Idee, vielleicht sollten wir vielleicht doch die ganzen Fackeln löschen, dass wir hier ein bisschen rumlaufen können, aber ich glaube, brauchen wir nicht. So, warte mal, jetzt waren wir eigentlich überall. Wir waren hier, hier und hier. Die Küche und den hier. Damit haben wir auch den Hausschlüssel. Wir haben Bennys Geschichte gesehen. Das kleine Toilette haben uns versteckt. Jetzt gibt es eigentlich nur noch den Untergrund mit den Hammeriten. Und es gibt den hier noch. Und hier kommen wir ja nicht rein. Vielleicht sollten wir uns oben noch mal ein bisschen umsehen. Oh. Oh, das war knapp. Ich dachte, das war's jetzt. Ich dachte, ich bin jetzt am... Okay, ich bin am S. Ich bin am S. Scheiße. Okay, wir gehen direkt nach oben. Dunkelheit. Ich musste eigentlich nur darüber latschen, aber ich glaube, da kommt gleich einer, oder? Gucken wir mal, ob der Hausschlüssel funktioniert. Nein. Der funktioniert nicht. Oha. Da. Ah, toll, was ist das für ein Versteck? Okay, wir versuchen jetzt hier vorsichtig runterzukommen. Bei den ganzen Wachen. Wir könnten auch die Fackeln löschen. Was nichts gebracht hat eigentlich. Keine Sorge, ich finde euch schon. Oh, Edelsteine. Meinen Weg zur Küche wollte ich eigentlich durchziehen, denn wir gehen nochmal zum Kühlraum, denn wir haben ja einen Schlüssel dafür. Ich hoffe, sieht mich keiner. Ich habe die Tür sogar hier offen lassen. Ach, guck mal da. Da liegt sogar noch Loot. Okay. Hallo! Shit. Haben die sich wieder beruhigt? Okay, ich versuche jetzt mal hier an der Frau vorbeizukommen. Die geht jetzt bestimmt jetzt da lang, wa? Ist da überhaupt noch was? Ist da was im Waschbecken? Ich könnte auch den ganzen Raum leer, dunkel machen. Und da unten sind auch noch Schränke. Ich glaube, die kann ich nicht benutzen. Oh, Loot und ein Wasserpfeil. Sehr schön. Dankeschön. Habe ich glatt übersehen, aber ich habe bestimmt sowieso einiges schon übersehen in dieser Mission. So, Kühlraum, der war hier.
Okay, ich komme hier auch wieder raus. So, hier haben wir Loot. Aber nur wegen Loot werde ich doch bestimmt hier reingelockt worden sein. Extra dafür den Schlüssel zu suchen. Ich bleib mal hier hinten, so, dass mich keiner sieht. Das sieht verdächtig aus. Ach! Ein Kristall. Und da steckt ein Edelstein drin. Ich hasse schräge Töne. Wow! Ich habe den scheiß Metall-Dings nicht. Ach Gott. Ich habe das Metallteil nicht. Habe ich unterschätzt. Okay. Es gibt einfach keine Vögel mehr. Früher weckten einen die Vögel mit ihrem Gezwitscher auf und sangen in der Nacht. Wer macht da so einen Krawall? So, wo war die. Der Ofen? Der war. Ach, da läuft der gerade lang, wa? Zum Ofen. Das war der Weinkeller. Okay. Ich habe aber auch das Gefühl, dass hier irgendwo noch ein Secret ist. Weil, ich weiß nicht, das ist so ein Weinkeller, hat immer so Geheimnisse. So. Dann ist das nämlich nicht nur ein Eingang, um hier reinzukommen, sondern auch das hier, ne? Und damit haben wir das Eisherz. Ich hoffe, es hat keiner gehört. So, was war hier eigentlich? Hier war ja nur das Ding, war. Hier war ja kein Secret oder sonst was. Okay, wir gehen dann einfach den anderen Weg. Was haben wir noch für Optionen? Wir können noch versuchen, das Rätsel mit der Statue zu lösen. Also ich weiß schon, was gemeint ist. In dem... Kommt ein Bogenschütze hier? Das ist der Bogenschütze. In den Bildern geht es ja darum, um die Geburt bis zum Tod. Und die Statue sagte... Man soll den Keimling, also den Säugling in dem Fall, zum Wachsen verhelfen. Und den Tod soll man das ins Licht führen. Also quasi mal, wenn man stirbt, muss man ja das Licht folgen. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Und es war ein Wasserpfeil und ein Feuerpfeil an der Statue. Da hätte ich jetzt noch eine Idee. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert. Und er sagte ja, der andere sagte ja, dass an den Gemälden... Dass es irgendwas mit den Fensterbildern irgendwas zu tun haben soll. Genau, hier wurde es nämlich nochmal gesagt. Hilft den Keimling, der gerade die Erde durchdrungen hat, zu wachsen. Also mit Wasser. Und spende Licht nur für den, der diese Welt verlassen hat. Der Feuerpfeil. Also ich weiß nicht, ob es klappt. Ich weiß, ihr habt jetzt gesaved. Ich mache übrigens mal einen Hard Save, schon lange nicht mehr gemacht. Oh, wir streamen schon, wir nehmen schon länger auf. So, und los. Oh, ne. Halt. Feuerpfeil. Nicht schnell genug. Nicht schnell genug. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Da ist nochmal Wasserpfeil. Also ich habe jetzt keine Veränderung gesehen. Und jetzt noch den Feuerpfeil. Der Tod, oder? Achso, ich wollte beinahe. Ich habe beinahe das falsche Bild. Obwohl. Das ist der Tod selbst. Vielleicht hätte ich da den Feuerpfeil drauf schießen müssen. Auf jeden Fall muss das erste richtig sein, weil das erste. Oh, ist das laut. Der erste ist ja der Säugling. Oh, es war richtig. Guck mal. Der geheime Tresor. Und wir brauchen einen Code. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht lesen wir was im Tagebuch raus.
Erstaunlich, ich habe einen Bericht von den Arbeitern erhalten, dass momentan die Kanalisation unter den Anwesen offenbar erweitert. Offenbar befindet sich eine uralte Gruft unter unseren Füßen. Ich ahne, dass dieses Haus ein Geheimnis verbirgt, aber ich hätte damals nicht Elizabeths Vorschlag angenommen, um das Haus ihres Vaters zu ziehen und hier zu leben. Wäre diese Entdeckung vielleicht niemals gemacht worden. Gestern suchte ich im Stadtarchiv nach Hinweisen auf alte Katakomben südwestlich der Stadt, konnte jedoch nichts finden. Das muss bedeuten, dass keine Menschenseele diese Korridore betreten hat, seit den Tagen, an denen sie versiegelt wurden. Elizabeth schlug vor, diese Entdeckung dem Historischen Museum zu melden, doch ich finde die Idee, auf eigene Faust die Gruft zu erforschen, äußerst verlockend. Ein Gefühl von Euphorie und Rastlosigkeit bringt mich um meinen Schlaf. Ich kann fast spüren, wie die verlorenen Relikte mich rufen, um von denen mir gefunden zu werden. Das war Teil Nummer 1. Das lasse ich auch hier gleich. Ah, ich kann ihn nicht ablegen, schade. 47 sogar schon. Obwohl sie nicht aus den Zeiten der verlorenen Stadt stammen, sind diese... Lost City. Diese Katakomben sind sehr alt. Einige Sektionen sind in schlechtem Zustand, vermutlich wegen Erdbeben. Viele Decken sind vor langer Zeit eingestürzt. Und oft kann ich das Knirschen von Stein auf Stein hören. Wenn ich dort unten bin, ich sollte vorsichtig sein, sonst gerate ich noch in einen Sturz. Die Katakomben sind nur ungültig leer, obwohl sie von den Grabräumen betreten wurden. Den meisten Sarkophagen fehlen jegliche Grabbeigaben. Nein, die sind völlig leer. Warte mal, was stand da? Warte mal, Büchern von einem sogenannten Norden der Dämmerung. Konnte dies eine Gruft von den Magiern sein? Ich weiß, etwas Wertvolles ist dort unten. Ich brauche es nur zu finden. Alter, war da noch mehr? Erbauer, vergib meinen Sünden. Ich flehe dich an, führe meine fehlgeleitete Seele zurück auf den gerechten Pfad des Hermas. Der Rest der Seite ist voll von unverständlichen Gekritze. So, 3 fehlt mir noch. Die Erbauung der Küche kommt gut voran und die Albträume sind tatsächlich verschwunden. Achso, im dritten wurde wahrscheinlich von den Albträumen berichtet. Ich versuche zu vergessen, was passiert ist. Oh, irgendwas ist passiert. Aber es gab Zeiten, da fühle ich einen Drang, meine Forschung weiterzuführen. Ich werde niemals wieder einen Fuß in diese verfluchten Katakomben setzen. Ich gab den Hamariten die Erlaubnis, die Gruft nach Bedarf umzubauen. Je eher der Erbauer diese gottlosen Ort weiht, desto besser. Eintrag 166, der Erbauer sei gepriesen, wir haben einen Sohn, es ist sehr schwierig, meine Freunde. Also es ist alles noch vor der Geburt passiert. Warte mal, ein Robert wurde ohne Komplikation geboren. Das muss noch älter sein, Robert ist doch der, der gestorben ist. Kurz nach der Geburt sagte meine Frau, dass sie jemanden gespürt hatte, der die ganze Geburt mit großem Interesse verfolgt hatte. Ich bin mir sicher, dass es war der gesegnete Blick des Erbauers, ein neuliches Zeichen für das Robert ein frohes und erfolgreiches Leben führen wird. Oh nein. Er hat irgendwas Böses darauf gespürt. Juwelier Alarius zeigte sich wenig kooperativ. Während dem Abendessen fragte ich ihn beiläufig, ob er etwas über einen Rubin mit dem Namen Blutträne wüsste. Er spielte den Unwissenden, ich bot ihm einen großzügigen Preis an, doch er stritt jegliche Kenntnis ab. Als ich ihn ein weiteres Mal danach fragte, wurde er ärgerlich und verließ den Tisch mit der Entschuldigung, er wäre müde. Es muss etwas Besonderes an diesem Stein sein, deshalb sich der Besitzer nicht davon trennen will. Alarius hat nun genügend Zeit, sich zu überlegen, ob es das Ganze wirklich wert ist. Erstaunlich, wie einige Tage in Gefangenschaft das Gedächtnis einen Menschen verbessern kann. Oh Gott, Alarius war sehr enthusiastisch, mir den genauen Aufbewahrungsort des Rubins zu erklären. Ein Geheimfach im Lagerraum seines Juweliergeschäfts. Blutdrehen ist tatsächlich genauso bezaubernd wie das Buch, der den Stein beschrieb. Ich bin mir sicher, Alarius hat keine Einwände dagegen, wenn ich ihn behalte. Der Mann hat sowieso keine Frau oder Kinder, denen er den Stein vermachen könnte. Dank der Perins verfehlten Beziehungen bin ich endlich in den Besitz der legendären Eisherzens gekommen. Einen 260 karätigen blauen Topaz. Es ist verblüffend, wie der Schliff des Steins mit denen von Sonnenfunke und Blutträne völlig identisch ist. Das Buch nannte sie Schwesternsteine. Nun sehe ich, wieso ihre Marklosigkeit ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass sie offenbar aus der Zeit von Karadin stammen. Es ist, als ob sie nicht geschliffen wurden, sondern schon immer in dieser Form existierten. Letzte Nacht träumte ich von einem Dieb, der in mein Anwesen eindrang und meine Steine stehlen wollte. Ich muss sie verstecken. Ich muss alles verstecken. Eisherz soll im Schnee begraben werden. Das haben wir schon gefunden. Sonnenfunke soll jeden Morgen im Nordostturm von der Sonne begrüßt werden. Okay, im Nordostturm. Britannia braucht einen schattigen Platz auf dem Dachboden. Niemand darf sie finden. Niemand. Auf dem Dachboden kommen wir ja nicht, weil uns die Stange fehlt. Aber das hat uns jetzt nicht weitergeholfen. Wir brauchen jetzt...
den, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ich glaube nicht, dass es 1, 2, 3, 4, 5 ist. Legendäre Artefakte. Wenn ich schalte, einen Weg versperren, dass ich, okay, von Sternen leiten. Ah, man kann es sogar nochmal angucken. Das wird wahrscheinlich mit den Schaltern irgendwie zu tun haben. Ah, nicht mit dem Code, oder? Wir hatten doch noch... in der Bibliothek. Anleitung. Tresortüre. Genau. Seriennummer 1649. So. Erstens entfernen Sie die 16 Schrauben des Rückseits. Drücken Sie die beiden Knöpfe A und B gleichzeitig und warten Sie, bis alle Knöpfe erscheinen. Setzen Sie, drittens setzen Sie die Ziffern auf eine neue Kombination. Wiederholen Sie den Schritt 2 und schrauben Sie die Abdeckung ab. Sicherheitstipp 32. Die Werkeinstellung entspricht den letzten 4 Ziffern der Seriennummern Ihrer Tür. Ändern Sie sie so bald als möglich und dabei halten Sie die Kombination im Kopf. 1, 2, 3, 4. Das wäre zu einfach. Alter, bist du dämlich. Du bist so dämlich. 1, 2, 3, 4. Wer nimmt denn... Wir nimmt den ein. Das ist so dumm. Oh. Keine Gefahr? Ich hoffe es. Oh, so viel Schotter. Tja, das war mal der Tresor. Hier geht's noch weiter. Aber hier brauche ich wahrscheinlich wieder einen Schlüssel, oder? Ich habe ja noch den blöden Hausschlüssel. Habe ich immer noch den Schlüssel für den Kühlung? Ne, den habe ich nicht mehr. Oh, das ist knackbar. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, die spinnen wohl. Was ist denn das für eine Kombination? Ich komme nicht klar. Oh, was ist das? Ah. 3, 6, 8. 8 Schalter. So, wie war das? Nochmal den Hinweis lesen. Wenn 8 Schalter deinen Weg versperren, lass dich von den Sternen leiten. Nur dann wirst du den Rest von mir finden. Lass dich von den Sternen leiten. Also man braucht das Gemälde. Links und hoch. Links und hoch. Mitte, Mitte. So, ja. Genau, die sind etwas tiefer. Ganz hoch, Mitte, ganz runter. Die müssen ja in einer Bahn sein, wa? In einer Bahn. Und der ist ganz unten. Und der ist ganz unten. Nee. Shit. Die sind richtig, oder? Nee. Ja, der muss ein bisschen tiefer sein. Also der muss so sein. Der muss so sein. Der darf nicht in einer Bahn sein. Scheiße. Irgendwas mache ich falsch. Der ist in einer Bahn. Lass die von den Sternen leiten. Ja, das ist... Ich sehe das ja, aber... Ich weiß doch nicht, ob hoch und runter. Der hier darf... Der muss links sein, das ist klar. Der muss in einer Bahn stehen. Und die in der Mitte? I don't know. Oh Gott. Ey. So viel rumprobieren ja, nur weil das mit dem Bild nicht richtig klappt. Also ich hab's echt nicht gecheckt. Ich habe jetzt wirklich wahllos... Also das war klar. Und das muss eine Reihe sein. Aber nach unten, nach oben? Muss man da mit einem Lineal lang gehen? Soll ja wirklich das Sternenbild darstellen. Ach, keine Ahnung. Oh, oh! Okay.
Finden wir hier vielleicht... Nee, der Sonnenfunke kann hier nicht sein. Das Schattige kann auch nicht sein. Das, was könnte mich hier erwarten? Ein Buch? Ein Buch? Screenshot. Okay. Das ist ein Fake-Count. Was steht denn da drinne? Worte der Weisheit sind in diesem Buch niedergeschrieben. Worte, die dich auf deinen vorbestimmten Pfad begleiten sollen. Was immer du auch suchst magst, sei es Schätze oder Erleuchtung, vergiss niemals den folgenden Rat. In eine Ecke getrieben wird die Beute den Beginn der Jagdsaison signalisieren. Die aufgehende Sonne wird ihre Zuflucht bedeuten. Ich will das Buch nicht mehr. Schädel. Das ist unsere Stange, die wir brauchen. Okay, das ist abgeschlossen. Wir sollten nicht hier sein. Hat der etwa dunkle Nekromantie benutzt, wovon wir gehört haben? Wie gesagt, wir haben ja Bücher gefunden über Nekromantie. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Definitiv. Ist kein guter Ort. Ich weiß nicht, was wir mit dem Buch machen sollen. Aber es ist mir egal. So. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein! Wo habe ich gespeichert? Oh. Okay. Er wollte die Leiter nicht richtig. Er wollte die Leiter nicht haben. So. Dann machen wir das Ding wieder zu. Ich sehe auch die Gefahren, die hier drinnen lauern, nicht hinauskommen. Gut, das Ding kriege ich wahrscheinlich nicht mehr zu. Okay, wir können jetzt auf den Dachboden. Oh Gott. Weißt du, ich glaube nicht, dass es stimmt, was er jetzt sagt. Hat vermutlich nie gestimmt. Das heißt, wir müssen die nächste Etage aufsuchen. Wie ein Lemming. Also in einer der Türme ist auch noch der Funke. Das heißt, wir müssen die Türme absuchen, aber hier ist doch nichts. Aber hier war auf jeden Fall was, das habe ich gesehen, genau da. Und glaube in einer der Räume hat es mich angeschaut. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Schwamm machen soll. Oh, da war Loot. Okay, da komme ich nicht hoch. Oder? Warte mal. Ich kann nicht ja durchschießen. Diese Geräusche hier. Stehen geblieben, Schleicher! Nee, hier geht's. Da muss es. Es muss noch einen anderen Weg geben. Oder es gibt nur diesen einen Weg und das ist hier nur Fahake. Fake. Genau, hier in diesen. Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Hier muss was dahinter sein. Okay. Weil hier ist das Ding. Das habe ich schon gesehen, aber da kam ich nicht ran, weil ich wusste, ich komme ja. Ich brauche das Teil dazu. Warte mal. Der Schalter muss hier drin sein. Oder warte mal, wir suchen den Schalter danach. Wir machen das mal. Das Ding auf. Ich habe nur Angst, dass mir jetzt irgendwas... Also ich habe das Gefühl, dieses wird doch etwas bisschen horrormäßig. Okay, es kommt nur eine Leiter runter. Das ist nett. Hallo? Eine Fratze. Die Fratze, die wir im Keller gesehen haben. Schlüssel, Bibliothekstresor. Gut, dann können wir jetzt endlich den öffnen. Robert Farrington, Notizen. Okay, es sind nur die Seiten. Ich habe das Bild gemalt, welches ich in meinen Traum sah. Wenn ich es mir nur anschaue, bekommt mich eine unerklärliche Angst. Was ist das für eine deformierte Fratze? Ist sie überhaupt menschlich? Sie hat mich an eines der Relikte, die mein Vater in der Gruft fand, bevor er verrückt wurde. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass ein Fluch auf den Namen Farrington lastet. Ich wünschte, meine Frau wäre immer noch hier. Martha könnte mich immer wieder aufmuntern.
wenn ich niedergeschlagen war. Ihre lebhafte Seele hielt die Dunkelheit fern. Jetzt, da Martha tot ist, sind die merkwürdigen Geräusche in Elizabeths Schlafzimmer zurückgekehrt. Es ist, als ob meine Mutter keine Ruhe findet, nicht einmal im Tod. Ich befahl den Captain, den Raum zu versiegeln. Das ist der Raum deiner Mutter. Hier ist ein Schalter. Das ist der Raum... Warte mal. Wo sind wir gerade? Oh Gott, ja. Ich sehe schon. Wenn jetzt hier das sich jetzt geöffnet hat, dann kommen wir jetzt in den Raum seiner Mutter, wo wir die Geräusche hören. Das hat er versiegeln lassen. Wegen den Geräuschen. Aber wo ist seine Frau selbst? Ist die verschwunden? Oh Gott, ich mag da nicht reingehen. Ich höre es immer noch, das Geräusch. Okay. Die Mutter hat Selbstmord gemacht. Was ist das? Hier geht's noch weiter. Was steht hier? Ich erinnere mich, ich bin sein Nachfahre und deswegen konnte ich seine Präsenz spüren. Vor einem Jahrhundert besuchte er meine Urgroßmutter und gab mir ein Kind, während ich schlief. Eine Tochter, von dem sie immer dachte, sie hätte sie von ihrem Ehemann empfangen. Er plante, die Tochter zu entführen, sobald sie 18 sein würde, aber seine Pläne wurden durchkreuzt. Jetzt will er mich auf seine üblen Pläne missbrauchen. Er hat meinen Mann beeinflusst und seine Augen sind ebenfalls auf meinen Sohn gerichtet. Ich kenne seinen Namen. Aber ich habe nicht den Mut, ihn aus niederzuschreiben. Ich versuche stark zu sein, seinen geflüsterten Wort zu widerstehen. Doch ich fühle, dass es nur einen Weg gibt, diesen Fluch von meiner Familie zu lüften. Und diesen Weg bin ich nun bereit zu gehen. Ich hoffe, eines Tages würden mein Mann und mein Sohn meine Tat verstehen. Nee, warte mal. Martha war die Frau von Robert, der tot ist. Und Elizabeth war die Urgroßmutter? Was erwartet mich denn jetzt hier noch? Das ist der Feuerfunke. Ich hab's mir gedacht. Ich muss den abkühlen. Vielleicht ist dafür der Schwamm. Und ich, Vollidiot, hab den nicht mal in Wasser gesetzt. Ich glaube, den hätte ich in Wasser setzen müssen. Ah, fuck. Okay, wir machen einfach mit dem Wasserfeuer. Und das haut auch hin, das ist auch ein Turm. Damit haben wir den Sonnenfunken. Okay, hier ist ein Spalt. Junge, mein Spalt. Okay. Wir hauen hier ab. Ich müsste eigentlich das Ding hier wieder versiegeln, aber ich gehe jetzt natürlich nicht keine dunklen Orte. Da kommt die Wache. Dann müssen wir erstmal warten, bis die Wache wieder weg ist. Hier vorne gab es, glaube ich, auch eine Falltüre, oder? Warte mal, er geht weg. Ist gut. Was war das für ein Geräusch? Ja, da ist auch eine Falltüre. Ich höre nichts. Das war. Lass die Waffe! Bis ich diesen blöden Scheißstab rausgeholt habe, ist wieder 1000 Jahre vergangen. Achso. Ich sehe nichts mehr. War wohl nur der Wind. Oh Gott. Ich habe ja das ungute Gefühl, hier passiert gleich was. Hallo? Hä? Letzter Eintrag. Was habe ich getan? Erst jetzt, da Elizabeth ihr Leben genommen hat, wird mir das Böse bewusst, das unsere Familie schon seit Jahren umgab. Ich hätte seine widerlichen Pläne sehr viel früher bemerken sollen, doch ich war geblendet von Neugier und Habgier. Er ist der Enttäuscher und er wird benutzt verführerische Worte als eine perfekte Waffe. Ich bin gefangen in einem Käfig von
Böswilligkeit, doch heute werde ich ausbrechen und meiner Frau in den Tod folgen. Der Bauer wird mich richten und gerecht bestrafen. Vielleicht wird eines Tages jemand diese Seiten finden und das Leid tilgen, welches ich verursacht habe. Edward Farrington. Das war der Urgroßvater. Neue Aufträge. Sieht so aus, als hätte Roberts Vater, Edward, eine dunkle Vergangenheit. Finde alle Teile seines Tagebuchs. Und mir fehlt nur noch Tagebuch Seite 3. Schlüssel. Dachbodenfenster. Okay. Gab es hier noch einen anderen Weg rein, den ich nicht gesehen habe? Der verschlossen war? Nee, hier kann man rausgehen. Das machen wir gleich. Ich schaue mich jetzt hier nochmal um. Hier ist nochmal Loot. Hier ist nochmal ein Holzstapel. Ach, warte mal, hier kann ich auch öffnen. Kann ich das hier ablegen, ohne dass die durchdrehen? Schwebt ein bisschen, aber es geht. Also eine Seite fehlt mir noch. Die muss ich noch finden. Dann habe ich das komplette Tagebuch. Das erinnert mich gerade ein bisschen an meine Lieblingsfanmission. The Violent End of Duncan Mulvane. Oh Gott, nee, da sollten wir nicht hingehen. Sind hier oben Wachen? Wenn ja, wie sind die hier hochgekommen? Achso, jetzt sind wir hier oben. Hey, wo? Ich höre doch jemanden. Guck mal, da ist noch ein weiterer Dachboden. Achso, das ist die Wache hier unten. Bin wohl kurz. Das ist die Tür, die ich nicht aufbekommen habe. So, hier irgendwo muss noch der. Schöne Lampe. Hier muss noch irgendwo Dings sein. Ach, ich habe den Schlüssel abgelegt, ich Vollidiot. Ich dachte, das wären nur die zwei Dächer, die Fenster. Achso, hier ist auch noch eine kleine Kammer. Kein Jumpscare, bitte. Ja, hier muss noch der letzte Edelstein sein. Dann habe ich alle Edelsteine und brauche nur noch die Gruft aufsuchen, denke ich mal. Da wird sich wahrscheinlich alles erfüllen. Aber wir werden noch einen Besuch in die Bibliothek abstatten. Ich Vollidiot habe wieder den Schlüssel vergessen. Schlüssel, komm her. Ist hier irgendwas? Speichern. Das ist der Pavillon. Ja, man kriegt hier wirklich viele Items. Das ist, glaube ich, der Nachteil an dieser Mission, dass man zu viele Items hat. Und dass man dann wirklich die wegschmeißen muss. Okay. Das muss die Seite sein, die ich nicht hochkommen konnte. Genau, hier ist die Leiter und hier ist ein. Hier ist blockiert, da kam ich nicht hoch. Im Schatten vom Dachboden. Speicher mal. Im Schatten vom Dachboden. Wo denn? Unterm Teppich. Ach da. Und damit haben wir alle. Damit haben wir das Ziel erreicht. Den Talisman des Lebens werden wir vielleicht in der Gruft finden. Ich hoffe es. Die Information ist vielleicht auch noch unten. Und die letzte Tagebuchseite auch. Das ist ganz schön viel. Aber wir haben immer noch so viel Loot übrig. Nee. 4-7 haben wir. Okay. Ich dachte, sie hat mich gehört. Hatte ich gerade so ein Gefühl. Überall diese Bogenschützen. Okay, okay. Ich muss mir meine Nerven erstmal beruhigen. Das war jetzt ein bisschen zu viel.
Alles auf einmal. Jetzt geht es mich schon wieder in eine Richtung, die gefällt mir nicht. So, jetzt müssen wir hier wieder runter. Dann gehen wir zur Bibliothek. Gucken, was in dem Tresor ist. Ich hoffe, dass dort wieder ein Teil ist, das wir benötigen. Und, dann geht's ab in die Gruft. Wo wir noch die Schlüssel finden müssen. Was habe ich da nur gesehen? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Was ist das? Scheiße. Wer da? Gebt euch zu erkennen. Ach, scheiße. Lasst mich in Ruhe. Okay, wo ist der Schlüssel? Oh, warte mal, den Lufttrank. Obwohl, wir haben nicht umsonst den bekommen. Ich glaube, wir werden vielleicht noch so... Weil wir müssen durch die Kanalisation fliehen, ne? Vielleicht brauchen wir da den Lufttrank noch. Einen Hausschlüssel brauchen wir eigentlich nicht. Weil ich glaube, ich werde nicht mehr durch das Ding gehen. Und das Ding können wir eigentlich auch hier lassen. Ich kann es nicht ablegen. Ich kann es nicht ablegen. Gut. Das sind wichtige Items, kann ich nicht ablegen. Den Schwamm kann ich aber ablegen. Ich weiß, obwohl ich behalte den auch. Ich weiß nicht, wofür der ist. Vielleicht hätte ich damit das Ding löschen müssen. Ich weiß es nicht. Hochwerter Lord Farrington, als Inspektor auf dem Gebiet des Ordens der Dämmerung kann ich mit Sicherheit sagen, dass das Horn, welches ihr mir zur Inspektion gab, einst Loren zweiter Magier der Dämmerung gehörte. Die Magier des Ordens widmen sich den fundamentalen Fragen des Lebens. Sie lebten unter der Erde, völlig abgeschieden von der Außenwelt und studierten für viele Generationen. Noch ist unklar, weswegen der Orden verlassen wurde, doch Fakt ist, dass die Magier entschieden, alle Eingänge zu den Hallen des Ordens zu versiegeln und alles hinter sich zu lassen. Es ist jedoch bekannt, dass ein einziger unversiegelter Eingang existiert, welcher mit dem Symbol des Ordens der Dämmerung markiert ist. Eine Sonne, die aus dem Meer aufsteigt. Die Lage dieses Eingangs ist immer noch ein Rätsel, doch es wird gesagt, dass das nur durch den Klang von Lorens Horn geöffnet werden kann. Das Horn, welches in eurem Besitz ist. Ah, interessant. Und damit wissen wir, wie wir jetzt zu den Dingern kommen. Finde einen anderen Fluchtweg, ist klar. Niemanden töten. Den Lebenstalisman und die letzte Information von Robert. Von seinem Tagebuch. Jetzt geht's zur Gruft. Dazu muss ich den ganzen Weg nach unten. Oh Gott. Dazu muss ich erstmal einen anderen Weg nehmen. Die Dinger kann ich wieder zumachen, ja. So. Nee, es war die andere Seite. Es war die andere Seite. Da bin ich mir, glaube ich, sicher. Wieder nach unten. Ah. Nee, geht's nur raus. Und ja, jetzt hätte ich natürlich auch den Tauschschlüssel nehmen können. Dann hätte ich da abkürzen können. Aber den habe ich an der Bibliothek liegen lassen. Weil ich mir dachte, ich brauche den nicht. Wir gehen halt den anderen Weg, dann ist es so. Boah. Okay, das Ding ist laut. Da brummt's im Ohr. Ich hoffe nicht, dass das keiner gehört. So, jetzt überlegen. Wo jetzt hier raus? Und dann hier rechts rum. Und den Fahrstuhl. Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber es war auch sehr nervend auf einen. Bei den Hammeriten hatte ich ja anfangs nichts gesehen, aber es gab da oben noch eine Türe, als wir die Orgel benutzt haben. Die habe ich im Augenwinkel gesehen. Die habe ich noch nicht erforscht. Und die Tür ganz hinten. Now that's big. Da hinten. Die gucken auch alle gerade in eine andere Richtung. Das ist ganz gut. Da liegt was auf dem Sitz. Jetzt gucken sie in meine Richtung, die Penner. Da waren wir noch nicht drin und da hinten waren wir noch nicht. Speichern.
Das sieht aus wie eine Rune. Das ist eine Toilette. Ist das noch von der Gruft übrig geblieben? Ein Büchlein. Journal von Bruder Sorven. Oh Gott, nein. Lasst mich in Ruhe mit eurer Gruftgeschichte. Okay, nach oben. Oder es ist nur ein Weg, nochmal nach unten zu kommen und ich hab's übersehen. Dann wüsste ich nämlich nicht, wo wir den Schlüssel herkriegen. Ach ja, hier. Oh, der hat eine andere Stimme. Was haben wir denn hier? Bruder Sorben bestand erneut darauf, dass... Okay, es ist nicht viel. Den Teil der Stadt der Katakomben zu erforschen, bla bla bla. Der Bau wird bei ihnen bald bestrafen. Warum? Achso, weil er das erforscht hat. Dieser Ort war niemals dazu gedacht, ein Haus des Erbaus zu sein. Dieses permanente Gefühl von Angst raubt mir den Schlaf. Doch meine Brüder scheinen das Böse nicht zu bemerken. Ja, Konsum meines Glaubens und an dem Hammer selbst ist nicht ein Werkzeug, dessen Griff aus Holz ist. Wie können wir zulassen, dass ein Produkt des Tixers unser heiligstes Symbol beschmutzt? Ich glaube nicht, dass Weihwasser an diesen verfluchten Hallen fließen sollte. Deswegen bin ich in den Kanalisation gegangen und habe die Brunnen auf normales Wasser umgestellt. Aha. Okay, Ursula ist tot. Danugir hat ihn in den Katakomben gelockt und durch ein plötzliches Erdbeben fiel er in seinen Tod. Er war ein Narr. Ah, und er hat den Gruftschlüssel. Aber wo hat er den? Wo hast du ihn? Ich hab hier nichts. Was ist mit diesem Hammer? Ah, interessant. Du hast hier ein kleines Secret. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Oh, das ist ein Hammer. Man kann die Edelsteine übrigens benutzen. Und hier haben wir den Schlüssel. Stille ist zurückgekehrt. Gruftschlüssel. Gesegnet sei. I want the... For the Bill is the... Near Secure Station. Ah, ja stimmt. Das ist ja noch... Es spielt ja hier alles nach Dark Project ab. Und vor... The Middle Age. Verehrter Freund Rilek, der Bau selbst ist fürwahr freut über eure Entscheidung, euch den neuen grünen Mechanistenorden anzuschließen. Okay, also der... Was PS mit diesem Ding habe ich euch... 7 Plakate geschickt, welche ihr in der Stadt aufhängen sollt. Aufhängen könnt. Schmiedet nicht den Hammer. 2, 4, 5, 6, warte mal. 2, 5, 6, 1. 1 hat er schon aufgehangen. Und ihr werdet selbst Welcher Schatten trübte meinen Blick? In meinem Ohr hörte ich Blätter rascheln. Blätterrascheln. So, den Hammer nehme ich noch mit und dann geht's ab in die Gruft. Und beenden wir endlich diese Mission, die sich ganz schön gezogen hat, aber sie hat, es war wirklich ein Abenteuer. Aber der beste Abenteuer kommt wahrscheinlich jetzt. Oh Gott. Wo ist eigentlich die patrouillierende Wache da hinten? Kann man da auch rein? Gruftschlüssel, Gruftschlüssel. Nein. Oh Gott, sind wir safe? Startenmodus! Nur Frieden hier. Aus welchem Oh, Startenmodus hat nicht funktioniert. Was machen wir denn jetzt? Vigilance is our shield that protects us from the squalid past. Knowledge is our weapon with which we carve a path to an enlightened future. Wir müssen darüber. Und sonst müssen wir uns verstecken. Das ist auch wieder viel zu nah. Er kommt immer näher. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Habe ich dich gefragt? Okay. La 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 la. Ah, das ist auch doof.
Ich hasse euch. Ich hasse mich, Hamariten, Dings, Typis. Grr. So, wenn der jetzt hier lang kommt, dann drehe ich mich einfach im Kreis. Haha. Ausgetrickst. So. Den Hammer hole ich mir noch. Den lasse ich mir nicht entgegen. Es wird so schwierig durch den Typen hier. Na komm, den scheiß Hammer! Okay, das ist die Gruft. Tür und Tor aus leeren Bäumen jagt den Schwindler aus den Träumen. Wo ist der scheiß Schlüssel? So. Hör ich eine Wache? Und das Wort schwebte ihm voraus auf einer Sammlung. Bleib dort stehen! Was? Euer letzter Stündlein schlägt. Habt keine Furcht, ich finde euch. Okay, ich fühle mich sicherer, wenn die Hamariten noch hier da drin sind. Aber wenn jetzt ein Zombie oder sowas kommt, dann. Boah, dann hab ich. Ihr werdet noch ans Tageslicht gebracht. Oh Gott, die Gruft. Ich weiß nicht, ob ich hier. Oh, da ist Loot da oben. Ich höre einen Hound. Ach, da ist der gefallen. Oh, wow! Das Lachen wird dir noch vergehen. Wachen, hierher. Der ist durch das Holz gegangen, du Cheater. Komm ich da. Das ist auch verschlossen. Jetzt lass ich mal die Tür mal zu. Ich denke mal, hier gibt es noch normale Wege. Sieht auf jeden Fall krass aus. Moment. Ich mache mal einen Screenshot. Oh, das hier sieht auch geil aus, das Bild. Haben die jetzt Hilfe gerufen? Oh Gott! Okay. Ich nehme den Weg. Ich komme hier doch gar nicht weg. Nein. Verflucht sei mein schlechtes Augenlicht. Warte mal, dieses Holz. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns vor unseren elenden vergangenen Zeiten schützt. Wissen ist unsere Waffe, mit der wir uns den Weg in eine erleuchtete Zukunft bahnen werden. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Da ist nichts mehr. Hier ist sogar eine Wache, die extra aufpasst. Du hast einen Schlüssel. Seltsamer Laut. Du hast den zweiten Gruftschlüssel. Stimmt ja, du musst ja auch irgendwie rauskommen können. Ich sehe nichts mehr. So, dann knacken wir mal diese Tür hier. Ich frage mich nur, wo unser Fluchtweg ist, weil wir müssen ja jetzt immer noch da den Lebenstalisman finden. Guck. Oh, Kontrolle der für Lüftungsschacht. Okay, was auch immer das jetzt gebracht hat. So, die kann ich auch schon mal aufknacken. Beziehungsweise, ich kann da ja schon mal lang gehen und das Loot holen und dann kehren wir wieder zurück und schauen, was es noch auf der anderen Seite gibt. Tür. Das Ding. Ja, war glaube ich nicht hier in dem Raum, oder? Ich sehe jedenfalls nicht noch mehr. Und wir haben bald das Loot-Ziel auch erreicht. Was ich wieder sehr seltsam finde, dass es bei mir wieder so knapp wird. Und ich denke mal, hier gibt es massiv viel Loot in dieser Mission. Hier gibt es nämlich auch Loot. Warte mal, wenn ich das richtig anstelle, dann kann ich das mir holen und den Seilpfeil wieder zurückholen. Wir haben ja genug Seilpfeile. Weil bis runter komme ich wahrscheinlich nicht. Ah, na. Ja. Ne,
Nee, bis runter komme ich nicht. Aber ich kann mir den Sci-Fi holen. Da ist auch noch Loot. Der gute alte Seilspringer. Dieser Name. So. Ich könnte jetzt noch tiefer gehen, aber ich glaube, dann falle ich runter. Ich glaube, das war der. Das hat der auch versucht. Der hat wahrscheinlich auch einen Seilpfeil versucht zu benutzen. Und hat es nicht geschafft. Oder er ist einfach hier abgestürzt an der Treppe. An der Brücke, meine ich. Ich muss gerade tausendfach speichern. Ich habe echt Angst, dass hier jederzeit was passiert. So, du gehst jetzt wieder hoch, wa? Die sind noch kurz davor, es zu schaffen. Hier ist nochmal eine Gruft. Wow. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Die sieht schon übel aus. Bitte keine Jumpscares. Ich mag das nicht. Das hier sieht richtig geil aus. Das erinnert mich an einer anderen Fan-Mission. Ist das mein Fluchtweg? Oh Gott. Martha Farrington. Und hier ist wohl noch ein weiteres Grab. Edward. Elizabeth. Martha ist ja quasi... Und dann Robert müsste dann daneben liegen. Und das sind sogar nochmal die Urgroßvater, oder? Selma. Und Bartolomeo. Hier fließt kein Wasser. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Aber es ist, glaube ich, nur Dekoration. Auf Gräbern sollte man nicht tanzen. Irgendwas müssen wir hier machen. Warte mal, haben wir vielleicht schon ein Item dafür? Ein Horn. Er sagt aber, es muss ein Symbol einer Sonne sein, ist der Zugang. Und ich glaube, das hat mit dieser Mission hier nichts mehr am Hut. Und die Dinger können wir auch benutzen, die Edelsteine. Das finde ich auch sehr, sehr merkwürdig. Drei Schädel. Oh, da war was drin. Was habe ich da nur gesehen? Ah, da hinten wollte ich noch lang. Scheint alles ruhig zu sein. Ah, das hat auch wieder so wenig Loot gegeben. Juwelenwert, aber kein eigentlichen großen Wert. Habe ich so viel Loot, ey. Was ist das? Ist das Robert? Oh. Ich muss warten, bis die Wache weg ist. Warum ist er nicht in seinen Familiengruft mit dabei? Das erschließt mir nicht. Mir nicht. Ich muss irgendwie einen Weg nach unten finden. Oder wir müssen die Planke da vorne nehmen, um runterzukommen. Also die abgestürzte Brücke. Dass das unser Weg ist. So, komm, verpiss dich jetzt endlich. Danke. Was Tschüss. War das für ein Geräusch? So, was haben wir jetzt hier? Hier ruht die sterbliche Hülle von Lord Robert Farrington. Obwohl er diese Welt verlassen hat, wird sein Erbe für immer weiterleben. Tja, sein Erbe habe ich gerade eingesackt. Das Grab ist leer. Das Grab ist... Oh Gott, ich hoffe, er sieht mich nicht. Tretet hervor und lasst euch erkennen. Da ist doch wer. Ich gehöre zur Einrichtung. Ach, da. Ein Durchgang. Scheint alles ruhig zu sein. Ich darf nur keinen Krach machen. Ich habe Wasser. Ist das unser Fluchtweg? Oh.
Ich denke mal, das wird unser Fluchtweg sein. Yep. Hmm. This looks like the way out. That'll come in useful later. Gut. Also, wir wissen jetzt, wie wir hier fliehen. Jetzt müssen wir aber die Gruft noch erforschen. Denn es gilt immer noch, den Talisman des Lebens zu finden. Und ich habe immer noch das letzte... Was ist das? Kirchenbrunnen, Wasserversorgung. Ach stimmt, er hat es ja umgestellt. Normales Wasser. Wir haben jetzt zwei Wasser. Ob das gut ist? Dass wir geweihtes Wasser reinfließen lassen? Achso, wie bin ich jetzt hier reingekommen? Hier. Schon komplett verpeilt. Gott, ey. So. Hier komme ich ohne Schmerzen nicht runter. Dann so schnell wie möglich die ganze Sache erkunden. Jetzt habe ich Weihwasser aktiviert. Ob das vielleicht eine gute Idee war? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Hier kann ich auf jeden Fall reingehen. Wir haben den Loot-Ziel, das Loot-Ziel erreicht. Irgendwo noch Holz, woran ich mich festballern könnte? Weil das hier wird doch nie reichen, oder? Na gut, ich komme da noch ran. Unser Bruder. Eure Bauer, vergib mir meine Dummheit. Ich habe den Warnungen des Hobriers keine Beachtung geschenkt. Und liege ich hier im Sterben? Ich glaube nicht, dass rechtzeitig Hilfe kommen wird. Also schreibe ich diese für meine Brüder, so dass sie meine Forschung fortführen können. Mögen. Ich fand Inschriften über einen Geheimgang in den Korridor über mir, der zurück zur Kirche führt. Ist eines der Körperreliefs anders als alle anderen. Nahe dieses Reliefs soll ein Schalter sein, der einen der Sarkophage in diesen Raum senkt. Ich weiß nicht, was dahinter liegt, doch fand ich Hinweise auf eine legendäre Waffe und eine versteckte Kammer voller Schätze. Die Welt um mich herum ist okay. Ich fand ein Schiff über einen Geheimgang in dem Korridor über mir, der zurück zur Kirche führt. Ist eines der Körperreliefs anders als alle anderen. Nahe des Reliefs soll ein Schalter sein, der einen der Sarkophage in diesen Raum senkt. Okay, das behalte ich mal bei mir. Fremder, solltet ihr ohne Einladung kommen, dann geht keinen Schritt weiter. Ich habe mich selbst eingeladen. Hier, ich spinne. Okay, hier geht's nicht weiter. Ein Korridor über ihnen. Das meint wahrscheinlich den Korridor, der zurück zum Tempel führt, sind da, wo wir hergekommen sind. Sieht für mich nach einer Falle aus. Ich hab Angst. Wow! Au! Au! Achso, das war eine Boden... Oh Gott, du verdammte Scheiß. Das war eine Bodenfalle. Okay. Also schnell. Mein Herz. Okay. Das Spielchen kennen wir schon. Erschwere die Plattformen. Habe ich noch irgendwas, was ich da auflegen könnte? Ein Buch. Geht nicht. Die Tagebuchseiten gehen auch nicht. Der Loot geht auch nicht. Das Buch. Ah, ich brauche den scheiß Felsen.
Jetzt würde ich mir wünschen, noch mehr Schlüssel bei mir zu haben. Das kann ich nicht ablegen. Das kann ich auch nicht. Den Schwamm. Ah, oh, jetzt hätte ich den Schwamm doch mal nass gemacht. Buch. Das alte Buch geht nicht. Ah, fuck. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen tricksen. Okay, das Ding aktivieren. Ich muss das Ding aktivieren. Na, dankeschön. Wo kommt denn der Scheiß auf einmal her? Hätte sonst ein bisschen getrickst. Okay, wir müssen vorsichtig sein. Was steht denn hier? Nur ein Angebot von Totenfleisch soll euch Zutritt zu meinem Arbeitszimmer gewähren. Ah, wir müssen den Hammeriten holen. Okay. Versuchen wir die Falle nicht auszulösen. Ah, das wird schwierig sein mit dem Typen im Gepäck. Drei Dinger. Okay. Ich habe Angst, dass er hier rumgeschossen wird. Passiert nichts, wenn ich da drauf stehe? Okay. So richtig kapiert habe ich die nicht. So. Hier bekommst du dein totes Fleisch. Bitte. Oder hier. Okay. Was haben wir denn hier? Okay. Ganz ruhig bleiben, Garrett. Ganz ruhig. Das ist der Talisman des Lebens. Den haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Was steht denn hier? Endlich, der Zradr ist in meinen Händen, wie ich erwartet hatte. Wir in den südlichen Kramenhöhlen, nicht weit weg von den Quartieren des Ordens der Dämmerung. Ich musste ihn aus der steinernen Klaue eines übergroßen Statuen entreißen. Die Kramen waren ziemlich aufgebracht, als sie das Fehlen des Relikt bemerkten, doch folgen konnten sie mir nicht. Ich habe die drei Konduktoren in der Beta-Kammer installiert und erfolgreich das hat erstmal für einfach Vision des Jürgen. Oh Gott! Kam heute mit seinem Arbeitszimmer, um meine sogenannte letzte Nachricht vom Orden zu liefern. Er war sichtlich schockiert, mein Gesicht von einer antiken Atemmaske bedeckt zu sehen. Ich nahm den Brief und schickte den Schreiber weg. Sie verlangen, dass ich meinen unethischen Studien sofort entlasse, sonst würden sie alle nötigen Maßnahmen greifen, um mich zu stoppen. Narren. Okay. Hier ist noch was drin. Items über Items. Noch ein Seilfall. Das ist doch zu einfach. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, hier geht's in einer Spinnendings wahrscheinlich. Ach, ein Fluchtweg wahrscheinlich, oder? Vorsicht, Garrett, noch nicht so viel Kraft. Ach, die sitzt hier oben. Alter, ein Secret in einem Secret? Oh,
Wollt ihr mich verarschen? Da könnte ich hoch. Ein Secret im Secret. Und der Seifer ist wahrscheinlich, damit ich das hier noch benutzen kann, damit es kein Problem gibt. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Okay, was wohl passiert, wenn ich den Talisman nehme? Tja, das war's. Oh Gott! Jetzt muss ich nur noch von hier verschwinden. Oh Gott, dieser Schrei! Wo ist er? Ich will ihn sehen. Es ist nur ein Hammer, es ist nur ein Hound. Es ist nur ein Hound. Es ist nur ein gottverdammter Hound. Wir haben das Tagebuchding nicht. Wir haben das Tagebuchding nicht. Gott, Gott, Gott. Dieser Schrei, ey, dieses. Geh mir aus dem Weg, Junge. Geh mir bloß aus dem Weg. Okay. Ah, warte mal, der hat noch irgendwas von einem Korridor erzählt und Secret und so. Wo ist mein Seil? Da. Was? Was passiert hier? Hallo? Oh, Alter. So. Reliefs. Meint er die Dinger hier? Und dann öffnet er einen der Sarkophage. Moment, speichern. Und dann nochmal das Ding lesen, was er da geschrieben hat. In dem Korridor über mir, der zurück zur Küche führt, ist eines der Körperreliefs anders als alle anderen. Nahe des Reliefs soll ein Schalter sein, der einen der Sarkophage in diesen Raum senkt. Körperreliefs. Was sind denn Körperreliefs? Oder meint er den hier? Yay. Okay, irgendein Sarg hat es runtergedrückt. Der ist noch oben. Ach, hier unten. Okay, das heißt, wir müssen hier nochmal abseilen. Dann gehen hier runter und fallen runter und sterben. Es fehlt nur diese blöde Notiz. Was ist, hä? Was ist mit dir los, blödes? Seil? Jetzt. Mein Gott. Okay. Mal sehen, was mich jetzt hier erwartet. Er meinte irgendwas auch mit Reichtümern. Vielleicht finden wir jetzt einen geheimen Schatz. Ah, zwei Wege gibt's hier. Geht man den linken lang? Dies ist das Grab des namenlosen Rätslers. Wie im Leben, so im Tode fordert er die heraus. Mit einem wachen Verstand, seid vorsichtig, denn Fehler werden euch teuer zu stehen kommen. Des Rätslers. Dem Zuhörer sei der Fortschritt gewiss. Wenn ein Licht ausgeht, geht eine Träne in Flammen auf. Nur einmal wird der Mensch die Schwerkraft bezwingen. Thank you.
höre hier was. Oh! Okay. Wenn ein Licht ausgeht. Und mal das Holz. Danke. Ich dachte schon, die Falle. Hier ist ein Feuerpfeil. Wir müssen irgendwas wieder ausmachen und das andere entzünden. Aber was sollen wir hier ausmachen? Die Fackel vielleicht? Moment, ich gehe mal in diese Richtung. Es kann sein, dass hier natürlich... Ein Wasserpfeil. Wieder der nächste Hinweis. Ich glaube, wir müssen die löschen. Eine Träne. Und die vielleicht mit einem Feuerpfeil. Okay. Werden wir die Schwerkraft besiegen. Was kann das bedeuten? Das sieht aus wie dieses, was wir in dieser einen Kammer gesehen haben. Ach so, jetzt verstehe ich. Schwerkraft, ja, ja, natürlich. Okay. Zwei Wege. Wahrscheinlich einen derselbe, ja. Ling-long. Schatzkammer gefunden. Ich glaube, wir sollten nicht den Boden berühren, oder? Warte mal. Wir sollten nicht den roten Boden berühren. Wow, wir finden... Aber ich finde immer noch die blöde Seite nicht. Das ist eigentlich das Einzige, was mich noch drauf auffällt, nicht die Mission zu beenden. Ich könnte jetzt theoretisch gehen. Die Mission ist erledigt. Also wenn man jetzt noch nicht genug Loot hat, dann bekommt man es jetzt auf jeden Fall zusammen. War auf jeden Fall ein Secret optional. Hätte ich nicht machen müssen. Habe ich gemacht. Oh, das sind Stacheln. Scheiße. Okay, wir gehen einen normalen Weg. Ich dachte, da kann man irgendwie lang gehen. Okay. Ah, ich habe hier gespeichert. Ich depp. Okay, also nochmal das ganze Zeug mitnehmen. Wir haben das ganze Zeug mitgenommen. Und wir verschwinden von hier. Zack. Okay, dann halt normalen Wege. Da war ja noch ein zweiter Weg. In so eine Art Höhle. Nicht, danke. Wahrscheinlich ist diese unsichtbare Brücke erst dann entstanden, als wir das Rätsel gelöst haben. Sonst wären wir wahrscheinlich auf den Stacheln gelandet und gestorben. Boah, das blendet so sehr, diese Lampe. So, wieder hier hoch. Kann ich den Schalter wieder drücken, dann ist das Ding wieder zu. Das war der Rätselraum. Immer noch keine Spur von der Nachricht vom Tagebuch. Ich glaube, das muss im Haus sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier sein soll. Hier irgendwo am Arsch der Welt. Okay, wo sind wir jetzt? Oh. Sind wir in Karadin gelandet? Oh nein. Oh nein, wo sind wir denn jetzt? Oh Gott. Ja, ja, Garrett, das wird nur eine... Eine Anwesenmission. Nun Item stehlen und dann wieder rausgehen. Das war's. Okay, was wird das hier? Was ist das? Das ist was in der Mitte. Eine Art Schwert? Ja, sieht aus wie ein Schwert. Ich glaube, wir dürfen das nicht einfach anfassen. Sieht für mich wie eine Falle aus. Okay, wir fassen es an. Es geht nicht. Da ist wieder so ein Teil. Alpha. Wir hatten doch noch so ein... War es Gamma? Nee, nicht Gamma. Wir hatten noch so ein anderes Zeichen gehabt.
in der... Müssen wir alle Fackeln löschen vielleicht? Das hört sich an wie heilig. Warte mal. Weihwasser bräuchten wir. Wir haben aber kein... Wir haben einen Schalter gedrückt, um Weihwasser reinzulassen. Wo ist das Weihwasser jetzt? Wir brauchen Weihwasser. Aber... Ja... Ist jetzt die Kanalisation voll mit Weihwasser? Nee. Der hat gesagt, der Priester, der hat das ausgeschaltet, also umgeleitet auf normales Wasser. Aber das heißt, wir haben es jetzt wieder umgeschaltet. Das heißt, in der Kapelle müsste Holy Water sein. Das heißt, wir kommen hier nochmal zurück. Ich weiß nicht, was das Schwert bedeutet. Aber... Oh, der scheint schon... Ach, den habe ich dein Gelicht, ich Depp. Was habe ich da nur gesehen? Nichts. Warte mal, wir gehen mal da. Wir gehen mal hier lang. Ob hier jetzt das Wasser ist? Ich glaube, ich bin hier richtig, oder? Ja, hier waren die Gräber. Nee, hier ist kein Wasser. Ich dachte, hier wäre jetzt Wasser entstanden. Alter, mein geschultes Auge. Ich dachte mir so, hey, was ist das für ein komischer Punkt? Okay, noch mehr Loot. Also, wenn wir bis dahin nicht genug Loot hätten, dann weiß ich auch nicht. So, hier oben geht's zur Kapelle hoch. So, speichern und rüber. Tretet hervor und erklärt euch, so ihr da seid. Alles scheint hier, nun ist hier nichts mehr. Sagst du zu erkennen, ist da jemand? Okay, wir haben Holy Water, aber das reicht niemals, um da rechtzeitig hinzukommen. Warte mal, der Typ hat doch gesagt, der hat den Schwamm, wollte da mal ausprobieren, was passiert, wenn man Holy Water hier verwendet. Haltet ein, was ist das? Ein heiliger Schwamm? Aus welchem Schatten sprangt ihr, Schwede? Wenn ich euch finde, seid ihr tot. Oh Gott, wir verschwinden hier. Und das Brett hält sie eh nicht auf, aber... Wir gehen darüber. Ein heiliger Schwamm. Ich weiß nicht, wie lange der anhält. Aber wahrscheinlich für immer. Dann können wir mit den heiligen Schwamm immer wieder Wasserpfeile machen. Weihwasserpfeile. Irgendwie und... ja. Dann kommen wir an das Schwert ran. Alter, wer denkt sich denn so eine komplexe Scheiße aus hier? Wofür brauchen wir das Schwert jetzt? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir gehen. Das Gefühl, es ist nicht safe, wenn wir das jetzt einfach so nehmen. Okay, wir holen den Holy Schwamm. Holy Schwamm, wo bist du? Da, Holy Schwamm. Okay, wie benutze ich den? Einfach drauf, oder was? Ich hab's gewusst! Oh, der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich! Wow! Weg hier. Das Schwert. Wow, es ist... Was ist Axedon? Wurde darüber berichtet? Ich glaube, ich hätte mir den Buch der Artefakte mal besser durchlesen sollen, oder? Haben wir es noch? Haben wir das Buch der Artefakte noch? Schwestersteine? Da! Das Xedomikost. Irgendwas. Als er geschmiedet wurde, von vielen Legenden umgeben und nicht wenige davon widersprechen sich. Man glaubt, dass das Schwert als Gegenpol zu einem anderen magischen Artefakt erschaffen wurde. Xedomikos spendet Licht im Dunkeln und kann unheilige Kreaturen großen Schaden zufügen. Wenn es in Kontakt mit Weihwasser gebracht wird, strahlt das Schwert kurzzeitig extreme Hitze aus.
Dadurch ist es möglich, die Waffe jederzeit zu befreien. Sollte seine Klinge jemals im Stein oder Metall stecken bleiben. Ah, hier haben wir den Hinweis gekriegt. Okay, also damit können wir Untote vernichten mit diesem Schwert. Und wir können im Dunkeln sehen. So, gut. Ich glaube, wir sind jetzt hier fertig. Warte mal, was steht denn hier noch in dem Tagebuch drinne? Die Schwesternsteine. Ich brauche dich nicht mehr, Buch. Tschüss, mach's gut. Ich glaube, jetzt brauchen wir das Buch wirklich nicht mehr. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ich habe keine Ahnung, wo das Schriftstück sein soll. Oh nein, da hinten sind die Hammeriten. Wir müssen nur zur Fluchtstelle kommen, rechtzeitig. Oh, ich wollte an ihnen schnell vorbeihuschen, aber sie haben, glaube ich, aufgegeben. And the builder said, if the foundation is weak, do you wail and gnash your teeth? Do you ask it to repour itself? Nay, you tear it down and begin anew. Und das hier, jetzt weiß ich auch wieder, wollte ich vorhin auch schon mal erwähnen, den Schalter, den ich gedrückt habe, öffnen eines Schachtes, das war der Schacht, womit wir jetzt fliehen. Oh Gott, ich muss hier weg. Was mich nur wundert, ist, dass Robots Leiche weg ist. Das ist kein gutes Zeichen. Aber egal, das werden wir vielleicht, vielleicht weiß das ein anderer, was damit passiert ist. Wir verschwinden von hier. Okay, wollen wir das Wasser wieder umschwenken? Ich weiß es nicht. Nee, hier geht's nicht weiter. Ich dachte, hier gibt's noch was. Oh Gott, das war ein Abenteuer. Das war ein Abenteuer. Hier war ich doch noch gar... Hä? Sind wir falsch gelaufen? Wo sind wir hier? Das ist doch ja nicht der Fluch... Wir sind irgendwie falsch abgebogen, kann das sein? Hier ist eine Tür, die zu ist. Was ist das? Ist das die... Könnte es sein? Ich habe eine Vermutung, was das ist. Das sieht nämlich für mich wie eine Arena aus. Könnte es sein... dass das... die genannte Beric Arena ist. Sag mal, ich mach mal wieder einen Screenshot. Alter, diese Mission, die macht mich so fertig. Immer wieder was Neues. Ich höre die Barracks. Was steht denn hier? Sehr geehrter Mr. Garrett, lasst mich zuerst meinen Dank aussprechen für eure wertvolle Hilfe. Es ist schon ironisch, einen Dieb anheuern zu müssen, um die versteckten Schätze im eigenen Haus finden zu können. Ich hatte genug davon, alle Ecken dieses verdammten Anwesens nach Geheimgängen abzusuchen. Mein Vater hatte diese paranoide Angst, dass seine Wertsachen gestohlen werden konnten. Und als er verstarb, hinterließ er mir ein Testament mit lauter Gegenständen, die irgendwo im Haus versteckt waren. Ich war noch nie gut im Auffinden von Verstecken und jemanden zu beten, das Haus zu durchsuchen, war außer Frage, bis ich die geniale Idee hatte, euch ins Spiel zu bringen. Ein Meisterdieb, äußerst geschickt in seinen Brief, jedoch schnell geblendet von Habgier. Ihr seid tatsächlich sehr vorhersehbar, Mr. Garrett. Grimworth, der Mann, der euch anheuerte, war niemand anderes als ich in Verkleidung. Ich wusste, dass die leicht übertriebene Geschichte von meinem Ableben Grund genug für euch sein würde, auf diese inszenierte Schatzsuche zu gehen. Zum Glück sind meine Söhne dumm wie Brot. So war mir klar, dass ihr das Testament als Erster finden würdet. Und ihr seid nun hier seid ihr nun, eure Tasche gefüllt mit den fehlenden Gegenständen meines Vaters Erbschaft. Das Horn und das Gemälde könnt ihr behalten. Ich erwähnte sie in meinem letzten Willen nur, um sie später als gestohlen zu melden und die Versicherungssumme einzukassieren. Die restlichen Objekte werde ich mir von euch in einigen Momenten zurückholen. Lebt wohl, Mr. Garrett.
Es war eine Freude, euren Dienst in Anspruch zu nehmen und ich denke, ihr werdet eure Belohnung und äußerst originell finden. Beste Wünsche, Lord Robert Farrington. Dieser Sack. Ich deswegen war das Grab leer. Ein Sonnensymbol. Ich bin so gut wie tot. Wo ist das Horn? Wo ist das Horn? Wo ist das Horn? Wo ist das Horn? Ich bin... Es funktioniert nicht. Da war ein Sonnensymbol. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Das heißt... Kann ich das Horn eigentlich ablegen? Nee. Das heißt, ich muss das Ding lesen. Und sofort los. Okay, Fluchtweg. Sind wir fertig? Darf ich nach Hause gehen? Das Tagebuch des als hatte Robots Vater Edward eine dunkle Vergangenheit. Ja, da müssen wir immer noch alle Tagebuchdinger finden. Also wir suchen nicht den Schatz von Robot, den Schatz von seinem Vater. Das alles war nur eine Finte. Okay, seine ganzen Barracks. Ist klar, dass seine Barracks für ihn arbeiten. Da geht's irgendwie weiter. Wo sind wir denn hier? Die wurde nur erwähnt, die Barrack Arena, und jetzt finden wir sie selber. Und sie hätte uns beinahe getötet, diese Barrack Arena. Ist hier das am? Riecht hier was? Nee. Wo sind wir denn jetzt? Ah, ich glaube, wir sind wieder bei dieser... Sind wir tatsächlich in die Räumlichkeiten? Warte, das muss ich screenshotten, das sieht zu gut aus hier. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Arx Tellis. Sind wir in den Räumlichkeiten? Von den Magiern? Von die erwähnt wurden, der Orden? Wie immer dies lesen mag, diese Hallen waren einst ein Ort der Forschung. Wie lange geht das? Leck mich am Arsch. Lese ich nicht. Lese ich nicht. Die Leiter zum Mitnehmen. Oh, nein, ich will da... Ah. Ich hoffe, da war nichts. Okay, warum... Okay, ich denke mal, das ist nur... Nee, warum sollte ich dieses Ding benutzen? Ach ja. Um an das Buch daran zu kommen. Was hat sich geöffnet? Hier ist ein Schädel. Hat sich jetzt der Schädel geöffnet? Also, warte mal. Ja. Noch ein Buch. Legendäre Artefakte Teil 2. Das Buch der Seelen. Trotz eines poetischen Namens ist das Buch der Seelen eine extrem gefährliche Lektüre. Für das unvorsichtige Studenten. Das Buch kann die Wörter auf all deinen Seiten beliebig ändern. Mit dem Ziel, den Leser zu umgarnen und letztendlich seine Seele zu verschlingen. Unzählige Individuen wurden bereits Opfer des Fluches, das das Buch umgibt. Da es keine bekannte Möglichkeit gibt, das Buch der Seelen zu zerstören, wird es momentan in der Bibliothek des Ordens unter Verschluss gehalten. Der Zahasra. Nicht viel ist bekannt über die Rasse der Kremen, aber eine Legende erzählt von Zazarain, welches angeblich gewaltige arkane Kräfte besitzt. Es ist unglaublich, wie die Kremen es schaffen, solch ein mächtiges Relikt zu fertigen. Ach, das ist... Warte mal. Irgendwas hatte doch erzählt, dass die Kremen hatte doch aus den Kremen... Von den Kremen hatte doch ein Item gestohlen. Ein Buch? Ich habe ein seltsames Buch. Das da. Altes Buch. Ob das vielleicht gemeint ist, was die Seelen verschlingt? Das ist schon wieder, das ist ein Bett da. Wo sind wir hier? Abgeschlossen. Okay. Die Magier müssten, ich weiß nicht, ob die noch existieren, aber vielleicht sind sie ausgestorben. Ein Schalter. Noch eins. Die kann ich nicht öffnen, die Tür. Es wird immer unheimlicher, das Ganze. Okay, also unsere Flucht. Die Flucht können wir theoretisch trotzdem antreten, aber ich hab. Da gehen wir noch nicht rein. Oh Mann.
Ich habe das Gefühl, es wird noch, das artet noch mal richtig aus hier. Die Tür geht nicht auf. Das ist wahrscheinlich derselbe Weg, oder? Ja. Okay, es war nur anscheinend die eine Tür mit dem Schalter, die öffnet jetzt das den Hauptplatz. Was genau wird hier gepraktiziert? Beschwörung? Nekromantie? Heilung vielleicht? Einige Seiten sind gerade aus dem alten Buch gefallen, das du bei dir trägst. Oh, willkommen in meiner Kammer, Mr. Garrett. Hier sind die alten Hallen, ein links aufgelöstes Mal. Man sich war eins, ein wertvolles Mitglied, bis dann Rückkehr aus Brunei seinen Studien unethisch verurteilen. Weil ich mich nicht kennt, bin ich euch schon seit langer Zeit gefolgt. Euch ins folgende Anwesen zu locken, war meine Idee. Es war ich, der euch mitteilte, wie ihr Robert Farringtons Falle entgehen könnt. Ach, das mit dem Horn, ja. Er war lediglich eine Marionette in meinem Plan, euch hierher zu bringen, und unglücklicherweise seid ihr wieder gefangen, und diesmal müsst ihr mir helfen, bevor ich euch gehen lasse. Ich bin Kadar, Großmagier und Meister Nekromant. Das alte Buch, welches ihr bei euch tragt, war meine letzte Zuflucht für viele Jahrzehnte. Mein einziger Weg, die Welt zu beeinflussen, waren die Worte geschrieben auf diesen magischen Seiten. Edward Farrington war derjenige, der dieses Buch fand. Er war nützlich, doch am Ende versagte er. Sein Sohn Robert war mir viel weniger von Nutzen. Doch dank ihm fand ich schließlich euch als meinen idealen Diener. Wer will mich denn noch alles korrumpieren und manipulieren? Eure Beziehung mit den Edelsteinen, das Auge, ließ meine Wahl auf euch fallen. Die Macht des Auges machte euch immun gegen die Gefahr, die der Talisman des Lebens normalerweise für Sterblichen bedeutete. Niemand sonst hätte ihn berühren können, ohne zu einem Untoten zu werden. Nun ist die Zeit gekommen, dieses Gefängnis zu entfliehen und uns zu beenden. Das ist... Boah, Verzeihung, verdammt, dieses verdammte Schluck auf. Was ich euch vor so langer Zeit begonnen hatte... Okay, der Zweck dieses Raumes war der Beta-Kammer, ist es, mich wieder zum Leben zu erwecken. Benutzt nun die Artefakte, die ihr mit euch bebrachtet, nicht nur um mich zu befreien, sondern um selbst wieder ein freier Mann zu sein. Ihr mögt euch fragen, weshalb ihr nicht einfach das Buch in die Lava werfen solltet. Nur zu, versucht das Buch wegzuwerfen, ihr könnt es nicht. Nur wenn ihr es auf dem Podest platziert, wird es euren Händen entweichen. Ihr solltet euch besser sputen, Mr. Garrett. Carryman sind in der Nähe und sie können die Präsenz des Zarasas spüren. Es ist euch wohl klar, dass es ihr keine Chance gegen die aufgebrachten Priester hättet, würden sie euch mit ihren heiligen Relikt in der Hand ertappen. Ihr müsst kooperieren. Ja. Okay, also was müssen wir genau tun? Da müssen wir das Buch vielleicht platzieren. Da müssen wir das Buch platzieren wahrscheinlich, aber das ist kein Podest. Hier sind... Gelb. Warte mal, die haben dieselben Farben wie die Edelsteine. Kommen sie doch noch zum Einsatz. Toll, ich dachte, die können wir verhökern. Jetzt müssen wir sie anscheinend verwenden. Alles nur eine Falle. Das Buch der Seelen. Jetzt heißt es nicht mehr altes Buch. Oh, wer bist du denn? Ach, das ist er. Ah, warte mal, da oben. Und Tasman des Lebens. Thank you, Mr. Garrett, for bringing me back to the world of the living. You must excuse me, but I have more important matters to attend to than helping you escape. I am sure you will find a way out for yourself. Good luck. I've had enough of this. Haben ihn jetzt befreit? Neue Aufträge. Niemand benutzt dich als Marionette. Finde Kadar und beende sein Leben. Jetzt haben wir ihn... Warte mal, jetzt haben wir ihn befreit, um ihn dann anschließend zu töten? Mal, der ist nicht feindselig. Ist das einer der... Magier? Ich hatte jetzt gedacht, dass vielleicht wir den Großvater finden und dass der in Wirklichkeit vielleicht die Fäden zieht. Aber der hat ja gesagt, der hat alles verloren und der will ja, dass wir den Fluch brechen. Dann ist wahrscheinlich der Magier der Fluch gewesen, die ganze Zeit. Ah, wir haben immer noch so viele Items. Oh, danke schön. Was haben wir denn hier? Ein Büchlein. Journal von Schreiber Shachil.
Ich wusste, ich würde früher oder später Katar zum Leben erwecken. Wie ihr jetzt bereits wisst, hat er euch zum Narren gehalten. Er bereits momentan alles vor, um das jetzt sogar in der Gamma-Kammer durchzuführen. Er hat vor, Elizabeth von den Toten zu erwecken und mit ihr ein Kind zu... Oh Gott, das eine unsterbliche Regeneration sein wird. Ihr müsst Kadars Energiequelle zerstören, bevor ihr das Ritual wenden kann. Nehmt den Schlüssel auf diesen Tisch und verlasst unverzüglich unsere Hallen. Mögt ihr Erfolg haben, wo ihr scheitert. Vierter Magier der Dämmerung. Also ich lasse es mal hier so durchgehen, dass ihr das nachträglich lesen könnt, wenn ihr Bock habt. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das alles hier durchzuwälzen. Das ist, wie gesagt, das ist wieder so ein Teil, was ein bisschen den Gameplay Plus ein bisschen stört. Hier springt einige Seiten. Ja, ich habe schon ziemlich viele Seiten übersprungen. Ich denke mal, das ist so die Geschichte von den Magiern hier. Wir legen das mal so hier dahin. Oh. So. Und dann denke ich mal, dass es auf der anderen Seite dann die andere Tür ist, wa? Oh, ein Crayman. Hey, der hat das Artefakt geklaut. Der Talisman des Lebens ist ja von den Crayman gewesen. Oh, das Ding bewegt sich ganz langsam. Oh Gott, das war laut. Er hat sich ja den Talisman des Lebens gekrallt. Also, obwohl, die haben ja keine Krallen, die haben Klauen. Okay, toll, jetzt dürfen wir wieder bei den Craymans durch die Gegend latschen. Aber wir brauchen einen Fluchtweg. Wir haben vor, diesen Kadar aufzuhalten. Jetzt müssen wir ihn ja umbringen. Oh ja, die können ja schwimmen. Ich vergaß. Ich habe mich gerade gewundert. Oh, warte mal, Wasser? Kommt jetzt der Lufttrank zum Einsatz? Ist hier irgendwas? Da liegt was. Wo ist der Lufttrank da? Ja, ich glaube, nur ein Crayman kann das hier überleben. Ach, da ist auch noch was. Oh Gott, schnell hoch. Ist hier noch was? Ich weiß, ich habe genug Loot, aber ich will mehr. Mehr! Okay. Wir sind, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist eine Mission! Es fängt an so mit einem Anwesen, dann so ein Untergrund und dann so ein Katakomben. Und jetzt sind wir bei irgendwelchen Höhlen mit Craymans. Und, oh Gott. Das ist eine Crayman-Statue. Trommeln. Okay, was ist das? Oh, ich höre Craymans. Oh ja, jetzt haben sie das Artefakt wieder bei sich. Interessant. Warte mal, das muss ich. Das ist so lustig. Ich habe mal einen Screenshot hier gemacht davon. Da hinten steht was, oder? Ne, das ist wieder so eine Tafel. Ein Podest. Sollen wir das Ding jetzt wieder stehlen, oder? Ich glaube, wenn wir den Talisman kümmern. Oh, nee, hier sollen wir fliehen. Gut geklappt. Hat ja gut geklappt. Nee, wir sollen das nicht stehlen. Ich werde es auch nicht stehlen, die armen Craymans. Ihr heiliges Relikt. So, jetzt. Tür zu. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Warte mal. Oh nein, Zombies. Oh Gott, ich will nicht. Ein Schild. Okay, wir müssen anscheinend Schalter finden. Schädelschalter.
Oh oh. Oh oh, Sackgasse. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier ruht Armion Drake. Seine Angst, lebendig begraben zu werden, trieb ihn in den Tod. Solltet ihr Lebenszeichen hinter dieser Tür vernehmen, so findet die zwei Steine, um sie zu öffnen. Aha. Wieder ein neues Rätsel los. Ah. Nummer 1. Und wo muss ich die anbringen? Noch ein Schädel. Okay, warte mal, wir versuchen den zu umgehen. Den wir hier lang gehen. Ich glaube, die öffnen irgendwelche... Oh fuck, jetzt hat er genau gespeichert. Ich glaube, die öffnen irgendwelche Ebenen, die wir vorhin gesehen haben, die so rot waren. Ah, nee, hier ist eine Sackgasse. Oh, hi. Ach, verstehe. Wo ist denn der Scheißstein jetzt? Okay, wir brauchen noch den anderen Stein. Na komm schon, du Zombie-Mann. Okay, wir brauchen noch den anderen Stein. Wo ist der andere Stein? War hier am Anfang nicht auch so ein rotes Ding? Ah ja. Gut. Gut, 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 gut. Ich weiß, was zu tun ist. Alter, was ist denn... Was... Das ist eine Riesenmission, ey. So. Beide Steine gefunden. Tschüss. Gut, dass der Zombie so langsam ist. Oh Gott. Okay. Was nun? Ich nehme mir deine Maske weg. Was machst du dann? Da kannst du nicht mehr lachen. Okay, wir sind hier eingesperrt. Da sieht man ein Zielgerät. Wir brauchen nur noch einen Schalter. Ah, das war einfach. Oh. Oh, wie komfortabel. Und wo ist der Knopf dafür? Okay, wir brauchen noch den Knopf, um das Türchen zu öffnen. Sehr schön. So langsam habe ich den Dreh raus. Oh Gott. Lange Korridore sind keine gute Verheißung. Wo kommen wir jetzt raus? Irgendwas kommt von hinten. Oh nein! Beric! Der Beric! Der ist aufgespießt worden. Was ist hier passiert? Wo sind wir hier? Ich hab genug. Ich hab genug. Minen? Sind wir überhaupt noch unter dem Anwesen? Was steht denn hier? Der Schmerz ist verschwunden von meiner Hüfte. Abwärts kann ich weder etwas fühlen, noch kann ich mich bewegen. Ich will nicht bewusstlos werden, deswegen schreibe ich, meine Arbeitskollegen gingen Hilfe holen, nachdem die Decke eingestürzt war. Bla 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 bla. Alles eingeschlafen, ich sterbe jetzt. Okay, kennen wir schon so eine Storys. Ich höre Plätschern. Wir sind in der Nähe der Kanalisation. Wahrscheinlich kommen wir bald raus. Aber wir dürfen natürlich noch nicht fliehen. Denn wir müssen ja Gadar aufhalten. Was war das jetzt gerade? Oh, wieder ein langer Korridor. Wo kommen wir jetzt an, ey? Was ist hier passiert? Ah! Ah, oh nein. Ja, stimmt ja. Hat Elizabeth entführt. Er will ja sie wiederbeleben, um Totensex zu machen. Wow! Wir haben uns beide erschreckt. Okay, wie komme ich an den Saftsack vorbei? Hier in der Ecke stecken vielleicht so? Der Wachmann ist tot. Jetzt ist er ein Untoter. Aber das ist cool gemacht. Wir müssen die Quelle seiner Macht vernichten. Warte mal. Wenn jetzt hier Untoten sind, was ist mit den Hammeriten passiert? Oh Gott.
Hey, du kommst hier nicht durch. Hey, warte mal, ich hab das Schwert. Aua. Ich hab das Schwert. Das ist unfair. Der darf mich treffen, aber ich darf ihn nicht treffen. Komm her, du Soldatenpups. Ja. Wie krieg ich denn das Ding aus? Oh Gott, das Geraschel geht mir auf den Sack. Muss ich das vielleicht dann nochmal aktivieren? Nee, dann machen wir ja nur den Schacht auf. Okay, wie kriege ich das? Wie kriege ich das auf? Ist hier auch was passiert? Nee. Robot? Ah ja, Robot, du bist ja, du kannst ja nicht im Grab sein. Du bist ja lebendig und hast mich verarscht. Wobei, warte mal. Robot, der kann nicht mehr lange am Leben sein. Warte mal, gibt es noch einen? Es gibt doch noch bestimmt einen anderen Weg. Warte mal. Was ist, wenn wir, statt da gleich hochzugehen, wir nehmen einen anderen Weg. Wir nehmen den Weg. Wir können ja jetzt den Fluchttunnel nicht nehmen. Achso, ich habe das Ding noch hier. Wir können den Fluchttunnel nicht nehmen, ist klar, ne? Aber wir kommen von doch hier aus doch auch wieder zurück, oder? Irgendwie. Ungewollt. So, wo war eigentlich jetzt mein Fluchtweg? Wie bin ich falsch gelaufen? Wie habe ich das geschafft? Hier. Ich bin hier rein und dann war auf einmal der Fluchtweg da. Warte mal, der hat sich wahrscheinlich... Ach ja, hier war ein Gitter. Und hier wäre ja nun mal so Schluss gewesen. Und jetzt ist doch noch was passiert. Deswegen, hab mich doch nicht vermacht. So, okay, wir sind jetzt wieder... Die Tür ist offen. Oh. Den hat's erwischt. Alles wie geplant. Okay, es ist doch ein bisschen länger. Während ich diese schreibe, in meine Tiere gerade gerät unbedeutendes Leben. Ach, das ist unser Robot. Ich bin gerade wieder zu Bewusstsein gekommen. Ich bin verängstigt und verwirrt und meine Hände zittern. Etwas muss passiert sein. Ich fühle mich leer, als wäre ein Teil von mir verschwunden. Das erste Mal seit langer Zeit hat sich der Nebel, der meine Gedanken umgab, aufgelöst. Ich kann nicht glauben, dass, was ich getan habe. Dieser Plan, eine Falle für einen Diebstählen, dieser Wahnsinn. Jemand anderes hat mich beeinflusst. Ach, jetzt war es auf jemand anders. Er benutzte mich wie eine Marionette und jetzt ist er tot. Okay, was ist das? Kontrolle, Aufzuggitter. Tja, Robot. Du bist tot, Robot. Wo geht's hier lang? Ach, hier, das ist die Arena. Oh, die sind alle noch friedlich. Barrack Time. Das heißt, es muss hier auch einen Zugang geben, wie man ganz normal hier hinkommt. In diesem Bereich, ne? Das ist ja seine Barrack Arena. Aber eigentlich ist er doch kein... Der hetzt doch nicht seine Barracks gegeneinander, oder? Der liebt doch seine Barracks. Gibt's hier noch einen zweiten Ausgang? Ah, der fasst schon vorher. Ne, der muss nicht. Der muss vorher zu gewesen sein. Ah, der Kadar hat extra an alles gedacht. Mit seinem magischen Schild. Vor allem, jetzt geht hier voll der zweite Abschnitt ab hier. Ach, hier sind seine kleinen Haustierchen drin gewesen. 6 Stück, haut auch hin. Und eine Türe. Kommen wir jetzt wieder wenigstens an die Oberfläche. Wo könnten wir jetzt rauskommen? Das ist eine gute Frage. Im Anwesen habe ich alle Türen durch, also... Barrack-Stelle. Diese Tür muss abgeschlossen bleiben. Nee, warte mal. Hä? Wieso habe ich das nie gesehen? Das habe ich nie gesehen. Wir sind jetzt wieder hier. Wir sind wieder hier. Ja, wir sind hier. Versteht ihr, was ich sage? Hier. Wir haben also die Chance, noch das Ding zu finden. Ich werde aufgehen und dem sagen, dass mit
dieser blöden Wache ein für alle Mal. Oh, das ist das Licht an Jan da oben. Sechs verdammte Jahre. Hier ist noch alles softy pofty. Mein Finger auf ihn zeigen. Gut, hier können wir jetzt nicht viel machen. Es reicht. Halt! Ja, ja. Shit. Wieso jagt er mich? Da unten geschehen gerade böse Dinge. Ich frage mich immer noch, wo die letzte Tagebuchseite sein soll. Ich kann mich auch nur an vier Stellen erinnern, wo ich die gefunden habe. Oh Gott. Mal sehen, wie es hier drin aussieht. Das Kadar. Man wird sich erst mal nicht beende sein Leben. Er ist doch schon tot. Okay, dann machen wir jetzt Harakiri. Oh. Anscheinend. Was? Hä? Hä? Wo ist er hin? Ach so, ich kann ihn nicht besiegen. Ich muss wirklich die Quelle seiner Macht zerstören, wie es im Buch stand. Aber was ist denn seine... Elizabeth... Nee. Die will er verwandeln. Die ist da vorne. Hey, er ist hier und hier. Da! Das muss die Quelle seiner Macht sein. Das Buch! Das kommen wir nicht raus. Jetzt müssen wir den ganzen Spaß nur mit Hounds machen. Wo sind die Hammeriten alle hin? Sind die verwandelt worden? Oh oh. Okay. Das hat gut geklappt. Oh, ich habe die Tür hier offen gelassen. Tür. Geht zu. Okay, wie kommen wir da hoch? Orgel spielen? Nein. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist. Da ist Holz. Oh. Reicht da überhaupt ein Seilpfeil? Warte mal, ich versuche es mit einem Megasprung. Sehr schön. Der Megasprung hat geklappt. Okay. Wie zerstöre ich dieses Buch? Ich kann es nicht in die Hand nehmen, auf jeden Fall. Warte mal. Mit dem Leuchteschwert. Jetzt macht das Sinn. Wow. Auftrag erledigt. Und damit haben wir es geschafft. Oh Gott. Das Seil lasse ich mal da. Diese ganze Kirche war schon verdammt. Ach, guck mal, wie friedlich es auf einmal jetzt hier unten ist. Also wenn jetzt irgendwas... Also hätte ich den Hammer auch später stehlen können. Jetzt, wo es so ruhig ist. Ihre Leiche. Oh, und ein Schlüssel. Schlüssel zur Kirchenausgang Ost? Okay, ich glaube, das wird unser neuer Fluchtweg. Ich bringe sie nochmal zurück. Ist jetzt auch der andere tot? Ist er tot, war? Ja. Ist der Wachmann jetzt auch gesterbst? Schild ist auf jeden Fall weg. Ich höre ihn auf jeden Fall nicht. Ich glaube, der Wachmann ist jetzt für immer weg. Halt, nee. Hä? Der Wachmann liegt hier auf dem Grab. Okay. Das war nicht ich. Ist der da... Was? Das macht keinen Sinn. Wieso ist der auf dem Grab?
Wir könnten auch Robert zurückbringen in sein Grab. Theoretisch. Aber ich bringe jetzt sie in ihren Grab zurück, weil... Das muss ja nicht sein, ne? Auftrag erfüllt. Eine edle Geste. Du hast Elizabeth zur letzten Ruhe gebracht. Oh, schön. Warte mal. Nee, nee, nein, nein. Robert. Obwohl, Robert wurde manipuliert angeblich. Eigentlich müsste ich ihn auch zum Grab bringen. Aber dann müsste ich den ganzen Weg ihn runterschleppen. Natürlich gibt es dann Leute, die sagen, mach das, wir wollen wissen, was passiert, wenn man das tut. Ah, ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Da hinten geht's raus wahrscheinlich. Na komm, dann holen wir jetzt noch Robert. Robert. Wenn ich schon seine blöde Tagebuchseite nicht... Ich bin... Ja, vor allem, das ist seltsam, dass ich die Tagebuchseite nicht gefunden habe. Ich bin in diesen verdammten Anwesen hoch und runter überall lang gegangen und ich habe es nicht gefunden. Da muss ich mal offline suchen. So, ich muss ihn ja nur hier rüber locken. Der Bogenschütz ist auch gerade nicht da. Warte mal, den Keller runter. Oh, gut. Das war nur der. Was war das? Das war nur der andere. Nicht der Rede wert. So. Wieso? Ich dachte, hier war eine Sackgasse und ich habe das nicht bemerkt, dass hier der Barrack-Dings war. Interessant. Okay. Nein. Was für eine Mission. Also ich hoffe, dass jetzt alles wirklich beendet ist und nicht noch irgendein Shitty kommt. Aber das wäre so cool, wenn ich jetzt... gut, dass es keiner gehört hat. Das wäre jetzt wirklich besser, wenn ich jetzt noch dieses... wenn ich wirklich die Seite noch finden würde von Robert. Von Edward. Die Tagebuchseite. Wenn ich das jetzt noch finden würde, das wäre ja wirklich, das wäre das Creme de la Creme. Also, dann hätte ich wirklich 100% alles gemacht. Ich mache ja sogar den Scheiß hier. Und jetzt ist die... Jetzt hoffe ich. Hä? Achso, hier sind wir reingekommen. Jetzt habe ich gerade überlegt, hä, wo führt denn das hin? Guck mal, alles, was erwähnt wurde in dieser Mission, wurde auch gezeigt. Hä, wo ist der Fahrstuhl? Da. Einmal falsch gelaufen. Voll falsch. Nee, warte mal. Doch. Ich muss den Fahrstuhl benutzen. Nee, halt, warte mal. Nein. Wir müssen nicht den Fahrstuhl benutzen. Ich bin verwirrt. Wieder runter. Hallo, Robert. Oh Gott, ich glaube, ich spiele die Mission schon zu lange. Hut ab wieder für die Leute, die so lange durchzuhalten. Ja. Ich denke mal, ihr hattet Spaß. Ich hoffe es. So, jetzt nochmal. Ach so, ich muss ja da lang, wo der Typ lag. Ne, warte mal. Ich musste doch den Fahrstuhl nehmen. Oh, ich habe mich selbst verwirrt. Ich habe mich so selbst verwirrt. Ich musste den Fahrstuhl nehmen. So, aber jetzt weiß ich wenigstens, in welche Richtung ich laufen muss. Nicht da lang, sondern da lang. So. Ja. Ich könnte höchstens noch mal die Stellen abgrasen, wo die Zettel waren. Ich glaube, den ersten Zettel haben wir unter Kisten gefunden. Das war, glaube ich, die erste Tagebuchseite. Dann war eine... in diesem Geheimgangbereich. Eine am Anfang vom Geheimgang unter einer blauen Kiste. Unter der Statue war eine. Ja, mehr fallen mir nicht ein. So, jetzt müssen wir hier aber sehr vorsichtig sein. Dass uns die Wache nicht sieht. Wer ist da? Wie jetzt zum Beispiel. Er sieht die Tür. Er sieht die Füße bestimmt nicht durch die Türe, oder? Nein! Jetzt mach ich schon wieder die Barrack-Dinger auf. So, jetzt geht er wieder zurück und dann geht er um die Ecke. Ey, ich hoffe, das
Ich hoffe, das bringt jetzt was. Also das ist bei Elizabeth hat es ja was gebracht. Das fand ich cool. Diesen Bonus. Den Obolus. So, okay. Alles gut. Jetzt müssen wir hier lang. Speichern. Speichern. Ah, dieser blöde Bogenschütze schon wieder da. Sieht er mich jetzt? Vorhin hat er mich gesehen, als ich hinter ihm war. Der geht doch eigentlich nur straight dahin. Wer macht hier so ein Getöse? Ah. Das stört ihn nicht mehr. Okay. Nochmal runter und dann können wir eigentlich die Mission beenden. Ich glaube, ich werde auch die Mission beenden und das Optionale, weil ich könnte jetzt da oben nochmal alles absuchen, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Lust und ich denke mal, ihr auch nicht. Ich denke mal, das werde ich wieder so ein extra Video dran heften, wo sich das Ding befunden hat. Für die, die es unbedingt wissen wollen, wo ich es verpasst habe. Achso, ich muss dich ja zum Grab bringen. Zu Grabe tragen. Eigentlich hast du es nicht verdient, weil ich glaube nicht, dass du manipuliert wurdest. Du hast nur gemerkt, dass du dein Plan nach hinten losgegangen ist. Aber wir lassen das mal so stehen. Er wurde angeblich vom Magier manipuliert. Der hat die ganze Familie manipuliert. So, und dann kann der andere Sack erstmal runter. Ich kann... Ach, dachte er jetzt. Leiche. Es hat nichts gebracht. Ich hab's umsonst gemacht. Mann. Ich glaube, das schneide ich raus. Und sag euch dann, was rausgekommen ist. Oder zeig euch, was rausgekommen ist. So, gut. Wir sind hier fertig. Dieses Haus ist restlos clean. Ich mache jetzt hier auch nochmal ein Hard Save. Oh Gott, über 2 Stunden. Oh nein, nicht schon wieder. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Ah, okay. So, mal schauen, was uns jetzt erwartet. Auf jeden Fall geht es ziemlich weit nach oben. Oh, da ist noch was. Es gibt noch einen Seiteneingang hier anscheinend. In die Freiheit, hoffe ich. Gruftschlüssel? Brauchen wir nicht. Hä? Achso, wir haben 2. Ach, da hat er das letzte Plakat, also das 7. Plakat aufgehangen. Also quasi das 1. Plakat war das. Ja, wir sind hier fertig. Verschwinde. Tschüss. Oh, ein Glück. Oh, wir sind fertig. Oh, oh Gott. Okay, wie gesagt, das letzte Tagebuch, das zeige ich euch dann noch. Oh, wow, wir hatten fast den kompletten Loot. Wir haben alle Secrets gefunden. Ich habe alle Taschendiebstähle gemacht, die möglich sind. Und nur Füße wurden entdeckt. Vom Gegner entdeckte Körper. Aber es keine Chaos. Ich bin echt stolz auf mich. So, kurz und knapp. Ich habe ja schon viel gefaselt während des Spiels, wie immer. Und meine Einschätzung ist, es war ein sehr gutes Gameplay. Also wirklich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Punkt ist aber, was mir nicht gefallen hat, zu viele Items. Viel zu viele Items, gerade die du nicht mehr ablegen konntest. Bei den Edelsteinen konnte ich es verstehen, die waren ja noch nützlich, genau wie dem Buch, aber diese komische Stange zum Beispiel haben wir am Ende gar nicht mehr gebracht, die konnte ich nicht ablegen. Diese ganzen Tagebuchseiten, okay, die sind fürs Objective wichtig, aber ich finde es aber trotzdem nervig, dass man so viele Items einfach mit sich rumträgt. Die Schlüssel waren teilweise wichtig, damit man als Spieler in die richtige Richtung geführt wird, weil das ja wirklich eine reine Story-Mission war. Aber es hatte schon sehr viel Spaß gemacht, von einem Anwesen zu einer Gruftmission
bis hin zu irgendein Verrat, dann sollten wir entkommen, dann sind wir auf einmal in Crayman-Höhlen, dann sind wir in Karadin, dann sind wir bei Magiern, dann müssen wir den besiegen. Hat sich ganz schön geändert. Also das Gameplay war hier wirklich für jeder was dabei. Aber wie gesagt, es war an dieser Stelle wirklich ein bisschen nervig mit den Schlüsseln und den ganzen Items. So, Story würde ich auch eine sehr gute Wertung geben. Die hat sich sehr, das hat sehr viel Spaß gemacht, spielerisch. Auch wenn es an manchen Stellen ein bisschen komisch war. Wie gesagt, ich fand das mit dem zweiten Mal manipuliert überflüssig. Ich fand das eher besser, wo Robert das Ganze inszeniert hat. Fand ich besser. Als dann das mit Kadar noch dazu kam, das war dann so, nicht so mein Fall, finde ich. Das war dann wieder too much. Aber ansonsten war es wirklich eine gut erzählte Geschichte. Und alles, was erwähnt wurde, wurde auch gezeigt. Wie schon erwähnt. Und zum Schluss die Atmosphäre auch ein sehr gut. Es waren nicht so viele neue Neuheiten dabei. Es gab viele Möglichkeiten, um Ziele zu erfüllen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was man alles hätte machen können. Zum Beispiel, um das Rätsel zu lösen mit den mit den Fensterbildern, wo man reinschießen muss. Vielleicht hätte man da auch anders machen können, ohne die Pfeile. Wobei die Pfeile sehr eindeutig waren. Der Aufbau der einzelnen Ebenen war immer anders. Also es hat sich nichts geglichen. Also das Anwesen ist ein komplett anderes Areal gewesen als das Labyrinth zum Beispiel mit den Magiern und den Komplex da unten. Und ich kann nicht mehr. Also ich bin wirklich fix und fertig. Also das war auf jeden Fall sehr viel Abwechslung drinne. Aber und es hat auch viele Einzigartigkeiten gehabt. Aber es war halt an vielen Stellen nicht so besonders. Also gerade das Anwesen hat ein bisschen gelitten zu dem Schluss. Weil also im Grunde war wirklich dieser ganze Krypta-Abschnitt mit Karadin, ich nenne es jetzt einfach mal Karadin oder sagen wir mal den Orden, den Magierorden, war mehr so die Hauptgeschichte und das Anwesen selbst hat ein bisschen dadurch gelitten, finde ich. Weil vieles war ziemlich plump gelegt. Also ich fand auch die Map so, dachte ich mir so, oh, das ist wirklich eine kleine Mission und das Anwesen war wirklich sehr, da war wirklich nicht viel gemacht worden. Auch außerhalb des Anwesens, halt mit diesen Burgmauern, das sah nicht sehr üppig aus. Wie gesagt, alles sehr schön designt, aber das war ein bisschen, man hat gemerkt, dass das Hauptaugenmerk wirklich auf diese Geschichte mit Kadar lag und dass das Anwesen selbst darunter ein bisschen gelitten hat. Das sah gut aus, aber es sah nicht so, wow, es hat mich geflasht. Wisst ihr, was ich meine? War leider nicht in dem Fall. Deswegen sehr, sehr schade, aber ansonsten trotzdem sehr gute Wertung. Gut, das war Ominöse Erbschaft. Ominous Bequest. Und ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns in der nächsten Sea-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.